Das Buch, das wir heute beginnen zu lesen, auf das ich mich auch wirklich freue. Und wir fangen auch mit dem Vorwort an und mit der Einleitung. Dieses Buch gab es ja schon in vielen Auflagen. Das ist auch schon sehr alt, viele Jahrzehnte alt. Und hier, aber das hört ihr gleich selber, hier finden wir die Schilderungen auch aus dem Jenseits von einer Menschenseele, von einem Mann, einem Italiener, einem Verstorbenen, dessen Lebenswandel nicht so ganz clearly war, sondern da gab es schon Höhen, aber vor allem Tiefen, die er mit selber verursacht hat. Und er schildert uns hier, in welche Regionen nach dem irdischen Abscheiden er gekommen ist. Wir fangen mal mit dem Vorwort an. Diesem Werke, welches zuerst in englischer Sprache erschien, sind zwei Vorreden vorangesetzt. A. Farnese, das Medium, dem das Buch von Franchezzo, einem verstorbenen Italiener, in die Feder diktiert wurde, schreibt: Diese Erzählung wurde mir von seinem geistigen Urheber so schnell diktiert, dass ich oft große Mühe hatte, ihm zu folgen und das Diktat niederzuschreiben. Ich war aber eifrig darauf bedacht, das mir Eingegebene so sorgfältig und wahrheitsgemäß wie möglich wiederzugeben. Dabei muss ich bemerken, dass manche seiner Beschreibungen von dem Leben im Jenseits sich mit meinen Vorstellungen vom Leben in der Geisterwelt nicht decken, zuweilen sogar entgegengesetzt sind. Indem ich diese Erzählung der Öffentlichkeit übergebe, wie sie mir eingegeben wurde, muss ich die Verantwortung für alles darin Gesagte und Beschriebene dem geistigen Verfasser überlassen. Ihn selbst habe ich oft materialisiert gesehen. Bei solchen Gelegenheiten ist er von Personen, die ihm im Leben nahestanden, erkannt worden. Also was wir hier hören, ist die Schilderung einer klassischen Nachtoderscheinung. Also nicht Nahtod, da gibt es ja ganze Bücher voll, aber inzwischen gibt es auch viele Schilderungen über Nachtodbegebenheiten, wo also nach dem Versterben einer Person er materialisiert, also sichtbar wird. Das sind dann die Seelen, die wirklich einen großen Drang haben, etwas durchzugeben und weiterzugeben. So, ich lese weiter. Sodann sagt der Verfasser des Buches Franchezzo Folgendes: Allen, welche sich noch in Zweifel und Ungewissheit befinden, was ihnen nach diesem Leben bevorsteht, widme ich diese Wanderungen im Lande der Geister. Ich tue das in der Hoffnung, dass mancher Leser, der wie ich viel gesündigt hat, durch meine Erfahrungen veranlasst werden wird, in seinem sündhaften Leben einzuhalten. Allen lieben Brüdern und Schwestern, die sich auf abwärts führenden Bahnen bewegen, sei eindringlichst gesagt: Wenn schon die Folgen eines selbstsüchtigen und ausschweifenden Lebens auf dieser Erde oft schreckliche sind, so sind sie doppelt schrecklich in der Welt der Geister. Dort, wo keine Hülle die Seele bedeckt, wo alle Fehler des Sünders offenbar werden und die durch ein solches Erdenleben verkrüppelte Seele als geistige Missgestalt in ihrer ganzen Abscheulichkeit sich offenbart. So lange, bis Buße und Sühne ihre Züge glättet und das Wasser reuevoller Tränen sie reinwäscht. Ich möchte ferner darauf aufmerksam machen, dass die Wanderer aus dem Geisterlande gerne kommen, um die Erdbewohner zu belehren. Ja, dass ihnen oftmals die Mission übertragen wird, solche Personen auf Erden, welche die Gesetze Gottes und der Menschen übertreten, warnend auf das Schicksal hinzuweisen, das ihrer im Jenseits harrt. Durch diese unsichtbaren Vorgänge wird den Menschen eine Tür geöffnet, durch welche nach und nach eine Flut von Licht in die Dunkelheit der Erdenwelt hereinbricht, indem damit den Bewohnern der Geisterwelt Gelegenheit gegeben wird,
belehrend und warnend zu ihren Erdenbrüdern zu sprechen. Als ein Streiter, der sich durch vieles Leid hindurchgearbeitet hat, suche ich nun, den kämpfenden Menschenbrüdern den Weg zu zeigen, der sie zum Siege führen und ihnen Ruhe und Frieden geben soll. Diesen Worten lassen die Herausgeber der englischen Ausgabe des Wanderers noch nachstehende Bemerkungen folgen. Der Wanderer im Lande der Geister ist Medianim geschrieben worden. Die Schilderungen sind also auf subjektivem Wege entstanden. Wir veröffentlichen das Buch deshalb, weil sich die vom Wanderer gemachten Erfahrungen vielfach mit den von den Meistern gemachten objektiven Beobachtungen decken. Hier werden uns eine Anzahl Zustände aus dem Leben nach dem Tode beschrieben, die wohl Anspruch auf Glaubwürdigkeit haben. Jedoch darf man nicht vergessen, dass die Art und Weise der Mitteilungen auch manchen Irrtum und manche Ungenauigkeit bei der Übertragung zulässt. Es sind ferner in dem Buche zumeist persönliche Erfahrungen beschrieben, die nicht ohne weiteres verallgemeinert werden dürfen. Immerhin wird der Leser manche Lehre aus dem Buche ziehen und das Gesetz der Wiedervergeltung alles Guten und Bösen besser verstehen lernen. Insbesondere aber wird er gewarnt werden, nicht mit weltlichem Ehrgeiz, mit irdischen Lüsten und Begierden beladen, mit einer Seele voller Neid, Selbstsucht, Hass, Rachsucht und Bosheit, die Wanderung nach dem Geisterlande anzutreten, das unser aller harrt. Ja, ihr Lieben, das war jetzt das Vorwort und ich möchte dazu noch einmal Folgendes sagen. Ich habe heute, ich glaube, 2 Zuschriften, übrigens von Männern, bekommen, die so sinngemäß das Gleiche geschrieben haben, nämlich, ach nee, das möchte ich doch nicht so gerne lesen oder vielleicht doch, ja, ich weiß nicht, vielleicht kann ich dann schlecht schlafen. Ja, weil das Abendgebet ja gerne zur Einschlafhilfe dient. Also, wenn ihr deswegen schlechter schlaft, dann fragt euch, warum. Und dann ist es ein sehr gesundender Prozess. Weil nichts ist wichtiger, als dass man zulässt, wenn die Seele in Aufruhr gerät. Das ist ja hier kein Horrorroman oder irgendein, wie heißen denn diese ganzen Spukfilme, sondern es ist eine Schilderung aus dem Jenseits von jemandem, der auf der Erde gesündigt hat, wie wir alle. Und wir befinden uns in einem Transformationsprozess jetzt derzeit hier auf Erden. Jeder einzelne Menschengeist auf dieser Erde, der jetzt gut will, der trägt dazu bei. Ihr seid beteiligt, versteht ihr? Das sind nicht Prozesse, die jetzt nur hier durch freie Medien oder so in Gang gesetzt werden. Ja, natürlich ist da auch eine gewisse Kraft da und die fürchten die natürlich zum Beispiel in Berlin oder Wien wie der Teufel das Weihwasser. Aber die wahre Kraft, die Kontinuität kommt von euch und zwar, wenn ihr euch von allem Falschen verabschiedet und wenn ihr sagt, Herr, wir dienen dir, wir helfen bei der Reinigung dieser Erde, indem wir an uns selber arbeiten, das Bockbein, das Innere rausreißen und das tun, was Jesus von uns gefordert hat, nämlich unsere Gewänder selber reinzuwaschen. Und dafür sind eben diese Darstellungen hier aus meiner Sicht sehr gut. Ich bin übrigens froh, dass die Abstimmung eurerseits so ausgegangen ist, dass wir jetzt Franchezzo lesen, ein Buch, das ich selber vor vielen Jahren in die Hände bekommen habe, ich tatsächlich Nächte und Wochen und Monate lang nicht geschlafen habe, weil ich nämlich mit mir selber konfrontiert wurde, mit meinem eigenen Handeln und während ich das Buch gelesen hatte in der Zeit, in diesen Wochen,
war mir jeden Tag klar, wenn ich irgendetwas Falsches im Begriff war zu tun. Au weh, Zwick. Nee, lieber nicht. Nee, ich will ja im Jenseits nicht darunter, um Himmels Willen. Ach nee. Und man gewöhnt sich daran. Man gewöhnt sich an das Richtige. Man gewöhnt sich an den Einhalt. Und das ist unsere Herausforderung. Und jetzt geht es in die Einleitung von Frank Ketzo, ein Wanderer im Lande der Geister. Also das ist die Einleitung, die jemand geschrieben hat, ein MK hier. Ich denke, dass es jemand vom Verlag sein dürfte. So nehme ich an. Mit der Neuherausgabe dieses lange vergriffenen Erlebnisberichtes eines irdisch Abgeschiedenen will der Verlag damals dem Wunsche zahlreicher Geistesfreunde Rechnung tragen, einen Blick zu tun auf jene Welt, die jeder Menschenseele dereinst zur neuen Heimat wird. Die große Frage nach dem Wohin ist neben dem Woher und Warum eine der Kardinalfragen, die von der Menschheit zu allen Zeiten gestellt wurde. Die Antworten hierauf reichen vom Ignorabimus, wir werden es niemals wissen, heißt es, bis zu den grundlegenden Offenbarungen jenseitiger Entwicklungszustände, wie sie uns zum Beispiel die hohe Sehergabe Emanuel Swedenborgs oder die inspirierte Mystik Jakob Lorbers überzeugend, sinnvoll vermitteln. Was alte Geistkulturen und Religionen über das Leben nach dem Tode aussagten, ist in seiner fragmentenhaften Form der Allgemeinheit nur schwer zugänglich. Dies umso mehr, als solches Weistum wegen seiner verhüllenden Symbolsprache erst einer Aufschlüsselung bedürfte, um dem rationalen Denker unserer Zeit gerecht zu werden. Die christlichen Konfessionen aber lassen samt und sonders eine wirkliche Lehre vom nachtodlichen Wege des Menschen vermissen. Ihre Glaubenssätze vom Fegefeuer, von ewiger Verdammung und jüngstem Gericht vermögen weder die Gemütskräfte des Menschen anzusprechen, noch sind sie mit den göttlichen Attributen höchster Liebe und Weisheit immer vereinbar. Und so sind es allein die jenseitigen Geistwesen selbst, die durch Schilderung ihrer eigenen Entwicklungsgänge den Erdenbewohnern eine vertiefte Kunde geben von den Zuständen, die ihrer nach Ablegen des stofflichen Leibes harren. Abgesehen von den Werken der beiden eingangs erwähnten Mystiker gibt es nur ganz wenige offenbarende Schriften, die in breiterer Form ein halbwegs geschlossenes Bild vom Jenseits als der großen Weiterentwicklungsstätte des Menschengeistes entwerfen. Unter ihnen ragt Dantes göttliche Komödie als eine Sphärenschilderung in poetischer Form hervor, deren geistige Schau große Wahrheiten in sich birgt. Auch das medial empfangene Werk von Adelma Wey, das heißt Geist, Kraft und Stoff, verbindet mit einer Art Schöpfungsgeschichte mancherlei Darstellungen der jenseitigen Welten. Beträchtlich groß hingegen ist die Zahl jener Schriften, die durch die mediale Übermittlung kleinere Teilausschnitte von den außerirdischen Lebensbereichen bieten. Hier wären insbesondere die Uranographie des Thomas Bromley und des Pfarrers J. F. Oberlin sowie die Jenseitsvisionen der A. Katharina Emmerich zu erwähnen. Daneben auch Schilderungen der durch Justinius Kerner bekannt gewordenen Seherin von Prévost. Was die schon in die Tausende zählenden kleineren, durch Medien aller Art empfangenen Botschaften betrifft, so vermögen diese immerhin den Unglauben des Materialismus zu erschüttern und den vagen Glauben an das Fortleben zu festigen. Sie sind jedoch zumeist nicht geeignet, die Kontinuität jener göttlichen Schöpfungsidee darzulegen, die da heißt, stete Entwicklung alles Geschöpflichen
bis zu seiner Vollendung im Geiste. Auch tragen Widersprüche in jenseitigen Durchsagen nicht dazu bei, in den Hörern oder Lesern das ungeteilte Vertrauen in die Wahrheit solcher Berichte zu festigen. Es wäre jedoch verfehlt, hier das Kind mit dem Bade auszuschütten. Der Wissende begreift, dass auch drüben ein jeder Geist nicht über die Sphäre seiner jeweiligen Entwicklungsstufe hinauszublicken vermag und die Dinge daher nur so schildern kann, wie er sie sieht oder bestenfalls im Lichte höherer Belehrung erkennt. Was Franquezos Bericht von seiner Wanderung im Lande der Geister auszeichnet, ist zunächst der Eindruck ungetrübter Ehrlichkeit. Er beschönigt keine Fehler seines sündenreichen Erdenlebens, das ihn nach kirchlicher Lehre hätte geradewegs in die ewige Verdammnis führen müssen. Eine Lehre, die zur Liebe und Barmherzigkeit Gottes in Widerspruch steht. Aber gerade Franquezo singt das hohe Lied der Liebe. Nicht nur jener göttlichen Urliebe, die kein Geschöpf verloren gehen lässt, sondern auch von ihrem irdischen Abglanz, der reinen Liebe eines Mädchens, deren Strahlung sich wie ein schützender Mantel um ihn und seine Läuterungswege bereitet. Was den Geist Franquezos veranlasst, der Welt einen so genauen Bericht seiner sphärischen Ab- und Aufstiege zu vermitteln, entspringt gleichfalls einer Liebe, nämlich seinem Mitleid für die Unwissenheit der Erdenmenschheit, um die geistigen Gesetze von Ursache und Wirkung, die er selbst an sich erfahren musste. Ist es nicht ein wahrhaft edles Vorhaben, die Irdischen rechtzeitig damit vertraut zu machen, um ihnen ein warnender Helfer sein zu können? Zwar lebt dieses Gesetz in dem Sprichwort, jeder ist seines Schicksals Schmied, aber wie wenige verstehen seinen tief verborgenen Sinn. Franquezos Erlebnisse, alles Symbole seiner Erdentaten, treten ihm nun als gestalthaft lebendige Umweltbilder gegenüber. Bindungen, die er seelisch durch sein gutes oder böses Tun auf Erden geknüpft hatte, führen ihn wieder mit ihren Trägern zusammen. Sie bringen Hilfe oder bilden unüberwindliche Schranken für einen höheren Aufstieg. So lange, bis sich der gute Wille durchringt, höhere Erkenntnis erwacht und die Seele durch tätige Reue und vergebende Liebe ein neues Kleid empfängt, das ihr den Zutritt in immer vergeistigtere Sphären gewährt. Für jene Leser, die ahnen, welch tiefen Sinn die Symbolik einer jeden Bildszene aus der Seelenwelt in sich birgt, bilden die detailreichen Schilderungen des Wanderers eine ergiebige Fundgrube der Entsprechungslehre. Sie regen zum Nachsinnen an und weiten die Erkenntnis von Zusammenhängen, welche die sichtbare Materiewelt mit der verborgenen Geistwelt untrennbar verbinden. Kein Bild, dem nicht eine strenge Folgerichtigkeit innewohnt. Keine Ursache hier, die nicht als Wirkung drüben offenbar wird. Sie lehren ferner, dass alle Passionswege einer unvollkommenen Seele nicht Strafe bedeuten. Denn es sind nur Läuterungswege, die sich in lichte Pfade zu immer höherer Glückseligkeit wandeln, sobald der ewige Geistfunke im Menschen wieder erwacht und die Panzer sprengt, die sich um sein Herz gelegt haben. Auch Franquezo durfte erfahren, wie sich ihm in Gestalt höherer Geistführer stets helfende Hände entgegenstreckten, die seinen guten Willen stärkten und die Finsternis seiner Unwissenheit erhellten. Darum bilden die Lehrgespräche des Buches für den Leser einen wertvollen Beitrag zum Verständnis unbekannter psychischer Erscheinungen, wie auch aller
elementarer Vorgänge der Äther- und Astralwelt, diesem unbekannten Etwas, das zwar verborgen, aber stetig auch in unser Erdendasein hineinragt. Ist somit das Buch als Ganzes durchaus konstruktiv zu werten, sollen dennoch auch die Grenzen aufgezeigt werden, die auch diesem medialen Erlebnisberichte gesetzt sind. Sie sind zunächst dadurch bedingt, dass auch Franchezzo nur die seiner Seelenwelt eingeprägten Bilder, und das sind seine Wandersphären, zu erleben und zu schildern vermag. Zwar finden sich darin allgemeingültige Grundwahrheiten neben individuellen Teilerkenntnissen. Doch wäre die Annahme verfehlt, es würden die nachtodlichen Wege aller Menschen den seinigen gleichen. Sie können nur ähnlich sein, in dem Maße, als sich Ähnliches in jeder Seele wiederfindet. Indem jedoch ein jeder Menschengeist eine einmalige Prägung besitzt, die ihn von jedem anderen unterscheidet, müssen auch die Jenseitsführungen die gleiche Vielfalt aufweisen, die das Signum aller Schöpfungsideen darstellt. Und damit sollen seine Wanderungen nur als ein Musterbeispiel gelten, das freilich allen Lebenden unendlich viel Beherzigenswertes zu bieten hat. Eine zweite Begrenzung in diesem Berichte erblicken wir darin, dass er mit dem Erreichen einer Teilentwicklungsstufe des Wanderers endet, die mit dem Einzug in eine Stadt der goldenen Pforten gewiss erst einen neuen Anfang bedeutet. Franchezzo gibt offen zu, von hier aus weitere geistige Höhen zu erschauen, die seiner inneren Reife noch nicht zugänglich sind. Der Grund davon ist einleuchtend. Franchezzo erwählte sich bis dahin als geistigen Führer Arinizimann, wahrscheinlich italienisch geprägt. Einen sehr fortgeschrittenen Geist aus der Weisheitssphäre Zarathustras oder Zoroasters, während dessen Lehramt auch er in Persien verkörpert war. Diese religionsphilosophische Schule aus früheren Menschheitstagen wusste noch nicht um das Christusereignis und kannte nicht die Liebelehre dessen, der in die Welt kam, um vom Vater zu zeugen. Darum konnte Arinizimann trotz seiner geistigen Vervollkommnung auch im Jenseits nichts lehren von einem persönlichen Gotteserlebnis, das ihm selber noch fremd war. Für ihn ist Gott das verborgene höchste Wesen, dem zu nahen keinem geschaffenen Geiste möglich ist. Das war in wörtliche Rede gesetzt. Christus aber sprach: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Vergleichen wir daher Franchezzos bisherigen Werdegang zum Beispiel mit den großen Jenseitsdarstellungen Jakob Lorbers, wie sie die Werke Robert Blum, Bischof Martin, die geistige Sonne und andere bieten, so müssen wir feststellen, die Entwicklung der Beteiligten in den niederen, noch ungeläuterten Seelensphären zeigt eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit den Erlebnissen Franchezzos. Dann aber erwacht in diesen Wanderern ein Suchen, das bereits eine andere Richtung aufweist. Ein, wenn auch erst halbbewusstes Hinstreben zur Gotteskindschaft, zu einem Zustand der Vollendung in Gott, der jenen Wurzeln entspringt, die schon sich auf Erden durch die lichte Lebenslehre Christi in ihre Seelen gesenkt hat. Es ist geistig sonnenklar, dass damit auch ihr Höhenweg im Jenseits noch zu anderen Himmeln führt, als zu den begrenzten Weisheitszonen Arinizimanns. Noch aber tritt der größte Teil aller Menschen seelisch ungeläutert durch das Tor des Todes in die Welt von drüben ein.
Darum sollte das Schwergewicht bei Francescos Botschaft in seiner Mahnung gesehen werden, in der Schule des Erdenlebens nicht zu versagen, damit die künftigen Wege der Menschen nicht in Sphären führen, deren Leid und Finsternis er selbst erleben und durchkämpfen musste. Trotz aller Schilderungen von Nacht und Grauen ist seine Kundgabe eine frohe Botschaft, denn sie gibt Zeugnis von der Allgüte des Schöpfers, dessen Führung jede Menschenseele zum Lichte leitet, immer und überall, sofern sie es nur selbst will und ersehnt. Die Dinge der Geistwelt folgen anderen Raum- und Zeitgesetzen, als sie von hier geläufig sind. Sie sind zudem nicht von der Starrheit der groben Materie und verändern sich nach dem Willen, der darauf gerichtet wird. Dies ist der Grund von dem kaleidoskopartigen Wechsel der seelischen Umwelt, wie solcher immer wieder berichtet wird. Wer aber vermeint, Francescos Erzählung von geistigen Städten, Landschaften und Objekten als Fantasie belächeln zu müssen, der vergisst, dass ein jeder Mensch schon zu Lebzeiten unablässig irdisch raum- und zeitlose Dinge vor sich erblickt. Im Traumleben ist er selber Schöpfer von Bildern und Handlungen, die materiell unwirklich, dennoch für ihn während des Traumzustandes höchste Realität besitzen. Und vielleicht ist das ganze Erdenleben selbst nichts als ein großer Traum, der mit dem Erwachen zu einem höheren Bewusstseinszustand endet. Dem blinden Materialisten, der den Geist und sein ewiges Leben leugnet, werden auch Francescos Erlebnisse nichts als Schall und Rauch bedeuten. An diese wendet sich das Buch nicht, denn ihnen fehlt noch die nötige Reife, um Geistiges zu fassen. Vielen Suchenden aber wird es Trost und Zuversicht geben und ihnen die Kraft verleihen, ihr Gemüt aus den Niederungen des Alltags zu lichteren Höhen zu erheben. Und wenn es nur einen Menschen zu Gott hinführte, hätte es schon seinen Zweck erfüllt. Die Tage der Finsternis. Ich pilgerte durch ein fernes Land, durch Gegenden, welche bei euch auf Erden weder Namen noch Raum haben. Nun wünsche ich, die Ergebnisse meiner Wanderungen niederzuschreiben, damit die, deren Marschrichtung nach jener Grenze hinweist, wissen mögen, was ihrer harrt. In meinem irdischen Dasein lebte ich wie alle, die nur darauf ausgehen, sich den höchsten Grad von weltlichen Genüssen zu verschaffen. Wenn ich nicht unfreundlich war zu denen, die ich liebte, so geschah dies doch immer mit dem Gefühl, dass sie mir zu meiner Befriedigung dienlich sein sollten, dass ich mir von ihnen durch meine Gaben und Zuneigung Liebe und Huldigungen erkaufen konnte, was mir Lebensbedürfnis war. Ich war sowohl in körperlicher wie in geistiger Beziehung hochbegabt. Von einer selbst aufopfernden Liebe, welche sich vollständig in der Liebe für andere zu verlieren vermag, tauchte nie eine Ahnung in meiner Seele auf. Unter all den Frauen, welche ich liebte, mit einer Liebe, welche von Erdenmenschen nur zu häufig fälschlich als Liebe bezeichnet wird, während es doch nur Leidenschaft ist, war nicht eine, die mich hätte das fühlen lassen, was wahre Liebe ist, das Ideal, nach dem ich insgeheim seufzte. In jeder weiblichen Person fand ich irgendetwas, das mich enttäuschte. Sie liebten mich, wie ich sie liebte. Die Leidenschaft, die ich ihnen entgegenbrachte, gewann mir nur das entsprechende Gefühl auf ihrer Seite. So lebte ich dahin,
unbefriedigt im Verlangen nach etwas, das ich selbst nicht kannte. Ich machte viele Fehler und beging viele Irrtümer. Dennoch lag mir die Welt oft zu Füßen, um mich zu loben, mich gut, edel und begabt zu nennen. Ich war gefeiert, umschmeichelt, der verwöhnte Liebling aller Damen der Gesellschaft. Um zu gewinnen, hatte ich nur zu wünschen. Sobald ich aber gewonnen hatte, verwandelte sich alles in Bitterkeit. Dann kam eine Zeit, da beging ich den verhängnisvollsten Fehler und richtete zwei Leben zugrunde. Ich fühlte mich wie mit eisernen Ketten gefesselt, die mich drückten und verwundeten, bis ich sie endlich zerbrach und scheinbar als freier Mann davonging. Doch niemals wieder sollte ich wirklich frei sein. Niemals können unsere begangenen Fehler und Irrtümer auch nur für einen Augenblick, sei es während dieses Lebens oder danach, aufhören, unseren Spuren zu folgen und unsere Schwingen zu belasten, bis einer nach dem anderen gesühnt und so aus unserer Vergangenheit gelöscht wird. Als ich endlich glaubte, alles gelernt zu haben, was Liebe lehren kann, und alles zu kennen, was ein Weib zu geben hat, da traf es sich, dass ich einer Frau begegnete. Ach, wie soll ich sie nennen? Sie war mehr als ein sterbliches Weib in meinen Augen, und ich nannte sie den guten Engel meines Lebens. Schon im ersten Augenblick fiel ich ihr zu Füßen und gab ihr alle Liebe meiner Seele, meines höheren Selbst. Im Vergleich zu dem, was sie hätte sein sollen, war meine Liebe selbstsüchtig. Aber es war alles, was ich zu geben hatte, und ich gab es ohne Rückhalt. Zum ersten Mal in meinem Leben dachte ich an eine andere Person mehr als an mich selbst. Wenn ich auch nicht imstande war, mich zu solch reinen Gedanken und Vorstellungen, die ihre Seele erfüllten, zu erheben, so danke ich doch Gott, dass ich niemals der Versuchung nachgegeben habe, sie zu mir herabzuziehen. So verging die Zeit. Ich sonnte mich in ihrer Gegenwart und erstarkte in einem heiligen Denken, von dem ich geglaubt, dass es mir für immer verloren gewesen wäre. Ich träumte süße Träume, in denen ich befreit war von den Ketten meiner Vergangenheit, die mich so grausam hart gefesselt hielten. Gerade jetzt, da ich nach höheren Dingen suchte, fürchtete ich stets, dass ein anderer mir meine Liebste abgewinnen könnte. Leider musste ich anerkennen, dass ich kein Recht hatte, sie auch nur mit einem Worte zurückzuhalten. Welche Bitterkeit und welches Leiden durchzog in jenen Tagen meine Seele. Ich fühlte, dass ich, der ich mich durch meinen Lebenswandel beschmutzt hatte, nicht würdig war, sie zu berühren. Wie konnte ich es wagen, dieses unschuldige, reine Leben an das meine zu ketten? Obgleich sie so lieb und zärtlich zu mir war, dass ich das unschuldige Geheimnis ihrer Liebe erraten konnte, fühlte ich doch, dass sie auf Erden niemals die meinige sein würde. Ihre Reinheit und Aufrichtigkeit errichteten ein Hindernis zwischen uns, das ich niemals beseitigen konnte. Ich versuchte, sie zu verlassen, doch vergebens. Wie ein Magnet zu seinem Pole, so wurde ich zu ihr zurückgezogen, bis ich schließlich nicht mehr gegen meine Neigung kämpfte. Ich strebte nur noch danach, die Glückseligkeit, welche mir ihre Gegenwart gewährte, zu genießen. Dann, plötzlich, wie der Dieb in der Nacht, kam für mich der schreckliche Tag, an dem ich ohne Warnung, mir zuvor noch über meinen Seelenzustand klar zu werden, unerwartet dem Leben entrissen wurde.
und in jenen Tod des Körpers versank, der uns alle erwartet. Ich wusste nicht, dass ich gestorben war. Ich verfiel nach einigen Stunden des Leidens und der Agonie in tiefen, traumlosen Schlaf. Und als ich erwachte, befand ich mich allein, in totaler Finsternis. Ich konnte mich erheben, mich bewegen, sicherlich, es ging mir besser, aber wo war ich? Warum diese Finsternis? Ich erhob mich und tastete umher wie jemand in einem finstern Raume, aber ich konnte kein Licht finden, keinen Ton hören. Nichts war da als die Stille, die Finsternis. Ich konnte mich erheben, mich bewegen, sicherlich, es ging mir besser, aber wo war ich? Warum diese Finsternis? Ich erhob mich und tastete umher, wie jemand in einem finstern Raume. Aber ich konnte kein Licht finden, keinen Ton hören. Nichts war da als die Stille, die Finsternis des Todes. Dann wollte ich vorwärts schreiten, um die Tür zu finden. Ich konnte mich, wenn auch langsam und mit Mühe, bewegen und tastete mich weiter. Wie lange ich so suchte, weiß ich nicht. Es schien bei mir der immer größer werdenden Angst und Bangigkeit wegen Stunden zu sein. Ich fühlte, ich musste irgendjemanden, irgendeinen Ausgang aus diesem Raume finden. Doch zu meiner Verzweiflung schien es, als ob ich niemals auf eine Tür, eine Wand, überhaupt auf etwas stoßen sollte. Alles schien Raum und Finsternis um mich her. Zuletzt, von Furcht übermannt, schrie ich laut auf. Ich brüllte. Aber keine Stimme antwortete mir. Wieder und wieder rief ich, aber immer nur Schweigen, kein Echo, nicht einmal das meiner eigenen Stimme kam zurück, um mich aufzumuntern. Ich besann mich auf sie, die ich liebte. Aber etwas ließ mich davor zurückschrecken, ihren Namen hier auszusprechen. Dann dachte ich an alle die Freunde, welche ich gekannt hatte, und rief nach ihnen. Keiner jedoch antwortete mir. War ich im Gefängnis? Nein, ein Gefängnis hat Mauern und an diesem Orte gab es solche nicht. War ich verrückt, wahnsinnig oder was? Ich konnte mich selbst, meinen Körper fühlen, es war derselbe. Ganz gewiss derselbe? Nein, irgendwelche Veränderung war an mir vorgegangen. Ich konnte nicht sagen wie, aber es war mir, als ob ich zusammengeschrumpft und entstellt wäre. Meine Gesichtszüge schienen, wenn ich mit der Hand darüber hinwegfuhr, stärker, gröber und sicherlich entstellt. Was hätte ich jetzt für ein Licht, für irgendetwas gegeben, das zu mir hätte sprechen mögen, wenn es auch das Schlimmste gewesen wäre? Wollte niemand kommen? Und sie, mein Lichtengel, wo weilte sie? Bevor ich einschlief, war sie bei mir gewesen. Wo befand sie sich jetzt? Mein Gehirn fieberte und meine Kehle schien mir springen zu wollen. Ungestüm rief ich sie beim Namen, dass sie zu mir kommen möchte, wenn auch nur noch für ein einziges Mal. Ich hatte das schreckliche Gefühl, als ob ich sie verloren hätte, und rief nach ihr, wie toll. Da hatte meine Stimme zum ersten Mal einen Klang und tönte zurück zu mir durch jene grauenhafte Finsternis. Weit entfernt vor mir zeigte sich ein schwacher Schimmer von Licht, ähnlich einem Stern. Größer und größer wurde er und kam immer näher, bis er schließlich als ein großes Licht in sternförmiger Gestalt vor mir erschien. In dem Stern sah ich meine Geliebte.
Ihre Augen waren wie im Schlafe geschlossen, aber ihre Arme waren nach mir ausgestreckt und ihre liebliche Stimme sprach zu mir in Tönen, die ich so gut kannte. »Ach, mein Liebster, wo bist du jetzt? Ich kann dich nicht sehen. Ich höre nur deine Stimme. Ich höre dich nach mir rufen. Und meine Seele antwortet der deinen.« Ich versuchte, mich an sie heranzudrängen, aber ich vermochte es nicht. Eine unsichtbare Macht hielt mich zurück. Sie schien sich innerhalb eines Kreises zu befinden, den ich nicht überschreiten konnte. In höchster Pein sank ich zu Boden, sie bittend, mich nicht mehr zu verlassen. Dann schien sie bewusstlos zu werden, ihr Haupt sank auf ihre Brust und sie entschwebte mir wie von starken Armen getragen. Ich versuchte, mich zu erheben und ihr zu folgen, vermochte es aber nicht. Es war, als ob eine schwere Kette mich zurückhielt. Und nach einigen vergeblichen Anstrengungen sank ich bewusstlos zu Boden. Als ich wieder zu mir kam, war ich hoch erfreut zu sehen, dass meine Geliebte zu mir zurückgekehrt war. Sie stand nahe bei mir, sah diesmal so aus, wie ich sie auf Erden gekannt hatte, nur war sie bleich und traurig und ganz in Schwarz gekleidet. Der Stern war verschwunden und alles ringsumher finster. Doch es war keine äußerste Finsternis, denn um sie schwebte ein schwacher, fahler Lichtschimmer, bei dessen Schein ich bemerken konnte, dass sie weiße Blumen in den Händen trug. Sie beugte sich über einen niederen Hügel von frischer Erde. Ich näherte mich ihr immer mehr und gewahrte, dass sie leise weinte, als sie die Blumen niederlegte. Sie murmelte leise, »Ach, mein Lieber, wirst du niemals wieder zu mir zurückkehren? Ist es möglich, dass du wirklich tot und dahin gegangen bist, wohin meine Liebe dir nicht folgen kann? Mein Liebling, ach, mein teurer Liebling!« Sie kniete nieder, und ich näherte mich ihr ganz, wenn ich sie auch nicht berühren konnte. Als ich mich ebenfalls auf die Knie niedergelassen hatte, blickte ich nach jenem länglichen niederen Hügel. Ein Schrecken durchschauerte mich, denn ich wusste nun endlich, dass ich gestorben und dies mein eigenes Grab war. »Tot! Tot!« schrie ich wild auf. »Ach nein, es konnte nicht sein. Die Toten fühlen nichts mehr, sie werden zu Staub, sie vermodern und alles ist aus, alles ist für sie verloren. Sie haben kein Bewusstsein mehr.« »Es sei denn, dass meine ganze Lebensphilosophie falsch gewesen ist und die Seele des Verstorbenen weiterlebt, wenn auch der Körper zerfällt. Die Priester unserer Kirche hatten uns zwar so gelehrt, aber ich hatte sie als Narren, Blinde und Schelme verspottet, die nur ihres eigenen Vorteils willen behaupteten, dass der Mensch weiterlebe und die da sagten, dass wir in den Himmel nur durch eine Pforte gelangen könnten, zu der sie die Schlüssel allein in Händen hatten. Schlüssel, welche nur auf die Bitte derer in Bewegung gesetzt wurden, die zuvor gut bezahlt hatten. Nur für Geld verstanden sich die Priester dazu, für die abgeschiedenen Seelen Messen zu lesen. Jene Priester, welche aus eingeschüchterten Frauen und geistesschwachen Männern Narren machten, die dann eingeschüchtert durch grauenhafte Erzählungen von Hölle und Fegefeuer alles dahingeben, um ein illusorisches Vorrecht in jener Welt zu erwerben. Nach diesen verlangte mich nicht. Ich kannte diese Priester und das Privatleben vieler von ihnen zu genau, als dass ich ihren leeren Versprechungen von einer Vergebung, die sie nicht gewähren konnten, hätte Glauben schenken mögen. Ich hatte gesagt, ich wollte dem Tode, wenn er käme, ins Antlitz schauen, mit dem Mute derer, die zu wissen glauben, dass er vollständige Vernichtung bedeutet. Wenn diese Priester unglaubwürdig waren, wem sollte man dann glauben,
Wer konnte uns dann sagen, ob es eine Zukunft nach dem Tode, ob es überhaupt einen Gott gäbe? Nicht die Lebendigen, denn sie glaubten und mutmaßten nur. Auch nicht die Toten, denn keiner von ihnen kam je zurück, um uns Berichte aus dem Jenseits zu bringen. Und nun stand ich neben meinem eigenen Grabe und sah, wie meine Geliebte Blumen darauf streute und hörte, dass sie mich als tot beweinte. Als ich auf jenen Erdhügel näher hinsah, wurde er vor meinen Augen durchsichtig und ich erblickte unten einen Sarg mit meinem Namen und dem Datum meines Todes. Darin liegend sah ich die weiße, stille Gestalt, die ich als meine erkannte. Zu meinem Schrecken bemerkte ich, dass dieser Körper bereits begonnen hatte zu zerfallen und für das Auge ein ekelhafter Anblick geworden war. Seine Schönheit war dahin. Seine Gesichtszüge würde bald niemand mehr erkennen. Und ich stand da, bewusst herabschauend auf ihn und dann auf mich selbst. Ich fühlte jedes Glied, folgte mit den Händen jedem vertrauten Zuge meines Gesichts und wusste, dass ich gestorben war und dennoch lebte. Der Tote lebte. Aber wo und in welchem Zustande? War diese Finsternis die Hölle? Für mich würden sie keinen anderen Ort gefunden haben. Ich war so verloren, stand so außerhalb des Schoßes der Kirche, dass sie für mich nicht einmal im Fegefeuer einen Platz gefunden hätten. Ich hatte alle Bande zu ihrer Kirche gelöst. Ich hatte sie verachtet in der Annahme, dass eine Kirche, die das schändliche und ehrgeizige Treiben ihrer höchsten Würdenträger kannte und duldete, kein Anrecht darauf habe, sich geistige Führerin zu nennen. Wohl gab es gute Menschen in der Kirche, aber es war auch eine Menge schändlich schlechter vorhanden, deren Leben dem allgemeinen Gespötte diente. Doch die Kirche, die von sich behauptete, das Vorbild für alle Menschen zu sein und alle Wahrheit zu besitzen, stieß jene unsauberen Elemente nicht aus. Nein, sie beförderte diese sogar zu den höchsten Ehrenstellen. Niemanden, der in meinem Geburtslande gelebt und den schrecklichen Missbrauch der Kirchenmacht beobachtet hat, wird es Wunder nehmen, dass das Volk schließlich ein solches Joch abzuschütteln trachtete. So hatte auch ich die Kirche verachtet. Und wenn ihre Flüche eine Seele zur Hölle senden könnten, so befand ich mich sicherlich darin. Als ich so nachsann, blickte ich wieder auf meine Geliebte und ich meinte, sie hätte wohl niemals in die Hölle kommen können, wenn auch nur zu dem Zwecke, um nach mir zu sehen. Sie erschien mir auch als Sterbliche und wenn sie dort auf meinem Grabe kniete, musste sie sicher noch auf der Erde weilen. Verlassen denn die Verstorbenen die Erde überhaupt nicht, sondern bleiben in der Nähe des Schauplatzes ihres irdischen Daseins? Während solche und ähnliche Gedanken mir in den Sinn kamen, suchte ich ihr, die ich so sehr liebte, näher zu kommen. Ich fand aber, dass es mir nicht möglich war. Eine unsichtbare Schranke schien sie zu umgeben und mich zurückzuhalten. Auf beiden Seiten von ihr konnte ich mich nach Belieben bewegen, nur sie zu berühren war ich nicht imstande. Alle meine Anstrengungen nach dieser Richtung hin waren vergebens. Dann redete ich und nannte sie bei ihrem Namen. Ich erzählte ihr, dass ich da sei, noch bei Bewusstsein und noch derselbe, obgleich ich gestorben wäre. Sie jedoch schien mich weder zu hören noch zu sehen. Sie weinte, traurig, leise, berührte zärtlich die Blumen, indem sie vor sich hin sprach, dass ich Blumen so sehr geliebt hätte
und ich sicherlich wissen würde, dass sie diese für mich niedergelegt habe. Wieder und wieder, immer wieder sprach ich zu ihr, so laut ich konnte. Aber sie war für meine Stimme taub. Nur unruhig wurde sie und strich mit der Hand über die Stirn wie im Traume. Dann ging sie langsam und traurig hinweg. Mit aller Gewalt suchte ich ihr zu folgen. Vergebens. Ich konnte mich nur wenige Schritte von meinem Grabe und meinem Körper entfernen und bemerkte auch weshalb. Eine Kette, wie von schwarzem Seidenfaden, nicht dicker als ein Spinnengewebe, hielt mich an meinem Körper fest. Es gelang mir nicht, diesen Faden zu zerreißen. Sobald ich mich bewegte, dehnte er sich wie Gummi. Aber immer zog er mich wieder zurück. Was aber das Schlimmste war, ich begann jetzt zu fühlen, dass die Verwesung des zerfallenden Körpers meinen Geist angriff. Wie ein irdischer Körperteil, der vergiftet ist, den ganzen Körper in Mitleidenschaft zieht. Ein neuer Schrecken befiel damit meine Seele. Da sprach die Stimme irgendeines erhabenen Wesens in der Finsternis zu mir. Du liebst jenen Körper mehr als deine Seele. Gib nun Acht, wie er in Staub zerfällt, und erkenne, für was du so sehr sorgtest und woran du so sehr hingst. Erkenne, wie vergänglich er war, wie wertlos er geworden ist. Und dann blicke auf deinen geistigen Körper und siehe, wie sehr du ihn ausgehungert, gefesselt und vernachlässigt hast zugunsten der Genüsse des irdischen Lebens und Leibes. Sieh, wie ärmlich, abstoßend und verunstaltet ist nun deine Seele, die doch unsterblich und ewig dauernd ist durch dein irdisches Leben geworden. Also was hier beschrieben wird, ist nichts anderes als die Aufforderung an uns alle, dass wir uns eben zu Lebzeiten viel mehr um die geistigen Dinge kümmern, denn um die irdischen, materialistischen. Es geht um viel mehr, aber der Mensch ist im Laufe der vergangenen tausenden Jahre dazu übergegangen, die innere Stimme, die Seele nicht mehr zu hören, nicht mehr sprechen zu lassen, das Gewissen nicht mehr anzuhören. Und so geht es dem dann, wenn er hinübergeht. Er muss zusehen, wie sein Körper, den er vielleicht gestählt und fit gehalten hat, was ja auch richtig ist, das müssen wir tun, aber das nicht über den Geist stellen, nicht dies zur Hauptsache unseres Lebens zu machen. Schöne Kleider und immer gut aussehen und Eitelkeit, ein bisschen Selbstüberhebung. Nein, genau darum geht's nicht. Wir sollen gepflegt aussehen, wir sollen uns gesund erhalten, wir sollen uns viel bewegen, ja, in einem vernünftigen Ausgleich zu unserem geistigen Dasein. Weiter geht's bei Franchezzo. Ich betrachtete mich nun selbst. Wie in einem Spiegel, der mir vorgehalten wurde, sah ich mich. Oh, Schrecken! Es war kein Zweifel, das war ich selbst. Aber wie schrecklich verändert erschien ich mir. So gemein, so voll von Niedrigkeit, so abstoßend in jedem Zuge. Selbst meine Gestalt war entstellt. Ich prallte vor meiner Erscheinung entsetzt zurück und wünschte, dass die Erde sich unter meinen Füßen öffnen und mich für immer vor aller Augen verbergen möchte. Niemals mehr wollte ich nach meiner Liebe rufen und wünschen, dass sie mich sehen solle. Weit besser, dass sie an mich dachte, als an einen Toten, der für immer von ihr gegangen ist. Besser, dass sie mich nur so im Gedächtnis behielt, wie ich im irdischen Dasein gewesen war, als dass sie jemals meine schreckliche Verwandlung erführe und was für ein scheußliches Ding mein wirkliches Selbst war. Meine Verzweiflung, meine Qual waren unbeschreiblich.
Ich schrie wild auf, schlug mich selbst, raufte mein Haar in ungestümem Entsetzen über mich selbst. Dann erschöpfte mich meine Leidenschaft und ich brach noch einmal gefühl- und bewusstlos zusammen. Wieder erwachte ich. Und wieder war es die Gegenwart meiner Liebe, die mich erweckte. Sie richtete leise, zärtliche Worte an mich, als sie Blumen auf mein Grab niederlegte. Aber jetzt suchte ich nicht, mich ihr sichtbar zu machen, sondern zog mich zurück, um mich zu verbergen. Mein Herz wurde hart, selbst ihr gegenüber. Ich sagte zu mir, lieber mag sie um den, der von ihr gegangen ist, klagen, als wissen, dass er noch lebt. So ließ ich sie gehen. Kaum hatte sie sich jedoch entfernt, als ich ihr wie wahnsinnig nachrief, sie möchte zurückkommen. Sie möchte doch auf irgendeine Weise von meiner schrecklichen Lage Kenntnis nehmen und mich nicht an diesem Orte allein lassen. Sie hörte mich nicht, aber sie fühlte meinen Ruf. Und ich sah, wie sie in einiger Entfernung Halt machte und sich wie zur Rückkehr halb umwandte. Dann ging sie weiter und verließ mich. Noch 2 oder 3 Mal besuchte sie mich. Jedes Mal, wenn sie kam, empfand ich bei ihrer Annäherung denselben Schauer und hatte bei ihrem Weggange dasselbe Gefühl der Verlassenheit. Ich suchte, sie zurückzuholen und sie in meiner Nähe festzuhalten. Aber jetzt rief ich nicht mehr nach ihr. Ich wusste nun, dass die Toten vergebens rufen, denn die Lebenden hören sie nicht. Ich war für die ganze Welt tot. Und nur für mich und mein schreckliches Schicksal war ich am Leben. Ach, nun wusste ich es. Der Tod ist kein endloser Schlaf, kein ruhiges Vergessen. Und in meiner Verzweiflung betete ich, dass mir vollständiges Vergessen gewährt werden möge. Doch ich wusste, dass es niemals so sein würde. Denn der Mensch ist eine lebendige Seele und lebt, sei es zum Guten oder Bösen, zum Wohl oder Wehe, ewig weiter. Seine irdische Form zerfällt und wird zu Staub, aber der Geist, welcher der wahre Mensch ist, kennt keinen Zerfall und kein Vergessen. Tag für Tag, ich fühlte nämlich, dass Tage an mir vorübergingen, erwachte mein Geist mehr und mehr. Und ich sah die Ereignisse meines Lebens immer klarer in langer Reihenfolge vor mir dahinziehen. Zuerst dumpf, dann allmählich immer deutlicher und heller. Und in angstvollem, hoffnungslosem Schrecken beugte ich mein Haupt. Denn ich empfand, dass es jetzt zu spät sein musste, um auch nur eine Tat ungeschehen machen zu können. Kapitel 3. Ich weiß nicht, wie lange dieser Zustand andauerte. Es schien mir eine lange, lange Zeit zu sein. In Hoffnungslosigkeit versunken saß ich da, als ich die liebliche, sanfte Stimme meiner Geliebten hörte. Ich fühlte mich angetrieben, aufzustehen und der Stimme zu folgen, bis sie mich zu ihr geführt haben würde. Indem ich mich zum Gehen anschickte, schien der Faden, welcher mich so festgehalten hatte, sich zu dehnen und zu strecken, bis ich seinen Widerstand kaum noch spürte. Immer weiter wurde ich gezogen und schließlich befand ich mich in einem Zimmer, welches ich trotz der um mich herrschenden Dunkelheit sehen konnte. Es war das Heim meiner Geliebten, jener Raum, in welchem ich so manche friedevolle, glückliche Stunde verbracht hatte, als ich noch nicht durch diesen schrecklichen Abgrund von ihr getrennt war. Sie saß an einem kleinen Tisch mit einem Bogen Papier vor sich und einem Bleistift in der Hand.
meinen Namen wiederholt rufend, sagte sie: Liebster Freund, wenn die Toten je zurückkehren, so komme zu mir und versuche, ob du mich nicht einige Worte schreiben lassen kannst, wenn auch nur Ja oder Nein als Antwort auf meine Frage. Es war das erste Mal, seit ich gestorben war, dass ich ein schwaches Lächeln auf ihren Lippen und einen Blick von Hoffnung in jenen Augen sah, die durch den Schmerz um mich so traurig geworden waren. Das liebe, kummervolle Gesicht schaute so bleich und wehmütig drein, und ich fühlte die Innigkeit der Liebe, die sie mir schenkte und auf die ich doch jetzt weniger denn je Anspruch erheben durfte. Dann sah ich drei andere Gestalten neben ihr, die ich als Geister erkannte, jedoch ganz unähnlich mir selbst. Diese Geister erschienen glänzend, strahlend, so dass ich ihren Anblick nicht ertragen konnte. Meine Augen brannten wie Feuer. Der eine war ein Mann, groß, ruhig, von würdevollem Aussehen. Er beugte sich über sie, um sie zu schirmen, wie es wohl ihr Schutzengel getan haben würde. Neben ihr standen zwei hübsche junge Männer. In ihnen erkannte ich plötzlich ihre Brüder, von denen sie mir so oft erzählt hatte und die schon gestorben waren, als die Jugend ihnen noch mit all ihren Freuden winkte. Im Herzen meines Lieblings lebten sie nun als Engel. Ich schrak zurück, denn ich fühlte, dass sie mich sahen, und ich suchte mein entstelltes Gesicht und meine Gestalt mit dem schwarzen Mantel, den ich trug, zu bedecken. Dann erwachte mein Stolz, und ich sagte: Hat nicht sie selbst mich gerufen? Ich bin gekommen, und nun soll sie Richterin über meine Zukunft sein. Steht es denn so fest, dass kein Leid, keine Reue, wenn auch noch so tief, keine Tat, wenn auch noch so groß, keine Arbeit, wenn auch noch so hart, meine Schuld sühnen kann? Gibt es jenseits des Grabes wirklich keine Hoffnung? Und eine Stimme. Die Stimme, welche ich früher an meinem Grabe gehört hatte, antwortete mir: Sohn des Leids? Gibt es auf Erden keine Hoffnung für die, welche sündigen? Vergibt nicht sogar der Mensch dem Sünder, der ihm Unrecht getan hat, wenn dieser bereut und um Verzeihung bittet? Sollte da Gott weniger gnädig, weniger gerecht sein? Empfindest du jetzt wirklich Reue? Suche in deinem Herzen, ob du um dich selbst oder um jene in Sorge bist, die du gekränkt hast. Als er sprach, wusste ich, dass ich nicht ernstlich bereute. Ich litt nur. Ich liebte, begehrte nur. Dann sprach meine Geliebte wieder und bat mich, wenn ich da sei und sie hören könne, so möchte ich doch versuchen, nur ein Wort durch ihre Hand zu schreiben, damit sie wisse, ob ich noch lebe oder ihrer gedächte. Das Herz schien mir in die Kehle zu steigen und mich zu würgen. Ich näherte mich ihr, um zu versuchen, ob ich nicht ihre Hand bewegen oder sie wenigstens berühren könnte. Aber der große Geist trat zwischen uns, und ich war genötigt, zurückzuweichen. Dann sprach er: Gib mir an, was du sagen willst, und ich werde es durch ihre Hand niederschreiben lassen. Ich will dies in ihrem Interesse und um der Liebe willen tun, die sie für dich hegt. Freudige Bewegung überkam mich bei diesen Worten des Geistes, und ich wollte seine Hand nehmen, um sie zu küssen. Ich vermochte es aber nicht zu tun. Meine Hand schien sich an seinem Feuerglanze zu versengen. Ich beugte mich nur vor ihm, denn ich glaubte, er müsse ein Engel sein. Mein Liebling sprach nun noch einmal und fragte: Bist du hier, mein lieber Freund? Ich antwortete: Ja. Und sah dann, wie der Geist seine Hand auf sie legte. Nachdem dies geschehen, schrieb ihre Hand das Wort Ja.
Langsam und unsicher bewegte sie sich, wie wenn ein Kind schreiben lernt. Ach, wie glücklich lächelte sie. Wieder stellte sie eine Frage an mich und wie zuvor schrieb ihre Hand meine Antwort. Sie fragte mich, ob sie irgendetwas für mich tun könne, ob ich einen Wunsch hätte, den sie zu erfüllen imstande sei. Nein, sagte ich, nicht jetzt. Ich würde nun weggehen und sie nicht mehr mit meiner Gegenwart belästigen. Sie solle mich zu vergessen suchen. Als ich sprach, war mein Herz verwundet und mit Bitterkeit angefüllt. Wie angenehm berührte es daher meine Seele, als sie sagte, »Sprich nicht so zu mir, denn ich möchte stets deine treueste, liebste Freundin sein, wie in der Vergangenheit. Seit du starbst, ist es mein einziges Bestreben gewesen, dich zu finden und wieder mit dir zu sprechen.« Ich rief, »Das war auch mein innigster Wunsch.« Hierauf fragte sie, ob ich wieder zu ihr kommen wolle, und ich sagte zu, denn wohin wäre ich nicht für sie gegangen? Dann sagte der strahlende Geist, es sei nun genug für diesen Abend. Er ließ dies ebenfalls ihre Hand schreiben und forderte sie auf, zur Ruhe zu gehen. Ich fühlte mich nun wieder zum Grabe und zu meinem irdischen Körper auf den dunklen Friedhof hingezogen, jedoch nicht mit denselben elenden Gefühlen der Hoffnungslosigkeit. Es war nun ein Funke von Hoffnung in meinem Herzen. Ich würde sie wiedersehen und wieder mit ihr sprechen. Nun fand ich aber, dass ich nicht allein war. Jene beiden Geister, ihre Brüder, waren mir gefolgt und redeten jetzt. Ich werde nicht alles niederschreiben, was sie sagten. Es genüge zu wissen, dass sie mir klar machten, wie weit der Abstand zwischen ihrer Schwester und mir selbst sei. Und dass sie mich fragten, ob ich ihr ganzes junges Leben durch meine dunkle Gegenwart überschatten wollte. Verließe ich sie jetzt, so würde sie mich mit der Zeit vergessen und sich meiner nur als eines lieben Freundes erinnern. Wenn ich sie wirklich liebte, würde ich sicherlich nicht wünschen, ihr ganzes junges Leben um meinetwillen einsam und trostlos zu machen. Ich erwiderte, dass ich sie liebe und sie niemals verlassen könne. Und der Gedanke, dass ein anderer sie ebenso sehr lieben könnte, wie ich, mir unerträglich sei. Da sprachen sie von meiner Vergangenheit und fragten, ob ich daran zu denken wagte, mich mit ihrem reinen Leben auch nur auf die mystische Weise verbinden zu können, wie ich es zu tun hoffte. Wie dürfte ich erwarten, ihr nach ihrem Tode anzugehören? Sie sei einer reinen Sphäre zugeteilt, zu welcher aufzusteigen es für mich lange Zeit keine Hoffnung gäbe. Wäre es nicht besser für sie und eine edlere Liebe von mir, wenn ich sie verließe, damit sie mich vergessen und die Glückseligkeit finden könne, die ihr in diesem Leben beschieden sei? Zaghaft wandte ich ein, sie liebe mich doch. Ja, antworteten sie. Sie liebt dich so, wie sie dein Bild in ihrem Herzen trägt und es in ihrer Unschuld idealisiert hat. Glaubst du aber, dass sie dich noch lieben würde, wenn sie deine ganze Vergangenheit kennte? Müsste sie nicht entsetzt vor dir zurückweichen? Sage ihr die Wahrheit. Lasse sie zwischen dir und ihrer Freiheit wählen. Und du wirst eine treuere Liebe bewiesen haben, als wenn du sie täuschest und sie an dein Wesen zu fesseln suchst. Wenn du sie wirklich liebst, so denke an sie und ihr Glück, aber nicht an dich allein. Da erstarb die Hoffnung in mir. In Scham und höchster Pein beugte ich mein Haupt zur Erde, denn ich erkannte, wie gemein und wenig reif ich für sie war. Wie in einem Spiegel sah ich nun, wie sich ihr Leben befreit von dem meinigen noch gestalten möchte. Sie konnte nur mit einem würdigeren glücklich sein, als ich es war.
da ich sie durch meine Liebe nur mit mir herab ins Elend gezogen hätte. Zum ersten Mal in meinem Leben stellte ich das Glück eines anderen über mein eigenes. Da ich sie so sehr liebte und sie glücklich wissen wollte, sagte ich zu den beiden: Mag es denn so sein? Sagt ihr die Wahrheit und lasset sie nur ein einziges liebes Wort als Lebewohl zu mir sprechen. Ich werde dann von ihr gehen und ihr Leben nicht mehr durch den Schatten des meinigen verdunkeln. So kehrten wir zu ihr zurück und ich sah, wie sie schlief, erschöpft von der Sorge um mich. Ich begann mir nun dumpf bewusst zu werden, dass in meiner Nähe noch andere, mir ähnliche Wesen in der Dunkelheit herumwanderten, obgleich ich sie kaum wahrnehmen konnte. So einsam und verlassen fühlte ich mich, dass ich daran dachte, wieder zu meinem Grabe, dem mir bisher vertrautesten Orte zurückzukehren. Dieser Gedanke schien mich hinwegzuführen, denn bald befand ich mich wieder an dieser Stelle. Die Blumen, welche meine Liebste gebracht hatte, waren jetzt verwelkt. Sie war 2 Tage nicht am Grab gewesen. Seit sie mit mir gesprochen hatte, schien sie den in der Erde ruhenden Körper vergessen zu haben. Das war gut für mich, aber auch gut für sie, den Leichnam zu vergessen und nur noch an den lebendigen Geist, an die Seele zu denken. Aber auch diese welken Blüten sprachen von ihrer Liebe. Ich versuchte, eine weiße Rose aufzuheben, um sie mit mir zu nehmen. Es gelang mir jedoch nicht, sie auch nur im Mindesten zu bewegen. Meine Hand fuhr durch sie hindurch, als ob sie nur das Spiegelbild einer Rose wäre. Am Kopfende des Grabes, wo ein weißes Marmorkreuz stand, bemerkte ich die Namen der beiden Brüder meiner Geliebten. Da erkannte ich, was sie in ihrer Liebe für mich getan hatte. Neben die, welche ihr von allen am teuersten waren, hatte sie meinen Körper zur Ruhe betten lassen. Mein Herz war gerührt und meine Tränen fielen wie Tau auf mein Herz und schmolzen seine Bitterkeit hinweg. Ich fühlte mich so einsam, dass ich mich erhob und mich wieder unter die schwarzen wandernden Schatten mischte. Nur wenige von denen wandten sich, um nach mir zu schauen. Vielleicht konnten sie gleich mir kaum sehen. Plötzlich jedoch gingen 3 dunkle Gestalten, die 2 Frauen und ein Mann zu sein schienen, an mir vorüber, kehrten dann um und folgten mir. Der Mann berührte meinen Arm und sagte: Weshalb bist du gebunden? Du bist sicherlich erst kürzlich auf diese Welt herübergekommen, sonst würdest du nicht so davon eilen. Hier hat es keine Eile, denn wir alle wissen, dass wir eine Ewigkeit vor uns haben, um darin zu wandern. Dann lachte er kalt und rau auf in einem Tone, der mich schaudern ließ. Die eine der Frauen nahm meinen linken, die andere meinen rechten Arm und sie sprachen: Komm mit uns und wir wollen dir zeigen, wie du das Leben genießen kannst, obgleich du tot bist. Haben wir auch keine eigenen Körper mehr, um uns durch sie selbst zu erfreuen, so wollen wir uns solche für kurze Zeit von einigen Sterblichen borgen. Komm mit und wir werden dir beweisen, dass noch nicht alle Freuden für uns zu Ende sind. In meiner Verlassenheit war ich froh, jemanden gefunden zu haben, mit dem ich sprechen konnte. Obgleich alle 3, die Frauen meines Erachtens mehr noch als der Mann äußerst abstoßend aussahen, war ich geneigt, ihre Begleitung anzunehmen und abzuwarten, was sich ereignen würde. Ich hatte eben kehrt gemacht, um mich ihnen anzuschließen. Da gewahrte ich in weiter Entfernung, gleich einem am schwarzen Himmel beleuchteten Bilde, die geistige Gestalt meiner reinen süßen Liebsten im dunklen Raume. Ihre Augen waren wie bei meiner ersten Vision geschlossen und wie damals waren ihre Arme nach mir ausgestreckt.
Nun klang ihre Stimme wie ein Ruf vom Himmel in meinen Ohren, als sie sprach: »O, gib Acht, gehe nicht mit ihnen. Sie sind nicht gut und ihr Weg kann nur zur Vernichtung führen.« Dann war die Vision verschwunden. Und wie aus einem Traume erwachend, schüttelte ich diese drei Personen von mir ab und eilte wieder davon in die Finsternis. Wie lange und wie weit ich wanderte, weiß ich nicht. Davon jagend suchte ich Erinnerungen, die mich belästigten, loszuwerden. Und es schien, als ob mir zur Wanderung der ganze Weltenraum zur Verfügung stünde. Schließlich ließ ich mich auf den Boden nieder, um mich auszuruhen. Dieser schien nämlich fest genug zu sein, um darauf rasten zu können. Während ich so dasaß, sah ich durch die Finsternis ein Licht schimmern. Ich ging darauf zu und sah aus einem Zimmer, das ich unterscheiden konnte, eine große Flutwelle von Licht ausstrahlen. Davon wurden meine Augen geblendet und schmerzten mich so, als ob ich auf Erden in die Mittagssonne geschaut hätte. Ich konnte das Licht nicht ertragen und wollte eben wegeilen, als eine Stimme sprach: »Halt, müder Wanderer! Hier sind liebevolle Herzen und helfende Hände für dich zugegen. Willst du dein Lieb sehen, so komme herein, denn sie ist hier und du kannst mit ihr sprechen.« Dann fühlte ich, denn zu sehen war mir nicht möglich, wie eine Hand mir den Mantel über den Kopf zog, um den Glanz des Lichtes abzuschließen und mich in das Zimmer geleitete, wo ich mich in einem großen Sessel niedersetzte. In diesem Zimmer herrschte ein solcher Friede, dass ich glaubte, ich hätte den Weg zum Himmel gefunden. Nach einer Weile schaute ich auf und erblickte zwei edle, liebe Frauen, die mir wie Engel erschienen. Ich dachte bei mir selbst, ich sei gewiss dem Himmel nahe gekommen. Wieder schaute ich auf und diesmal schienen meine Augen gestärkt zu sein. Neben jenen schönen, guten Frauen sah ich zu meiner Freude meinen Liebling selbst, traurig, aber zärtlich nach jener Stelle hinlächelnd, wo ich saß. Ich wusste, dass sie mich nicht wirklich sehen konnte. Eine der Frauen jedoch beschrieb mich meiner Liebsten mit ruhiger Stimme. Sie schien davon befriedigt und erzählte diesen Frauen, welch merkwürdige Erfahrung sie gemacht habe und wie ihr diese als ein seltsamer Traum vorgekommen sei. Ich versuchte nun zu rufen und ihr zu erklären, dass ich wirklich zugegen sei, dass ich noch lebe, sie noch liebe und auf ihre Gegenliebe vertraue. Aber ich konnte mich nicht bewegen. Irgendein Bann lag auf mir, irgendeine Macht, die ich dumm fühlte, hielt mich zurück. Dann sprachen jene liebenswerten Frauen. Und ich wusste nun, dass sie keine Engel waren, denn beide befanden sich noch im irdischen Körper und mein Lieb konnte sie sehen und mit ihnen reden. Sie sprachen viel von der Hoffnung, welche es für Sünder meinesgleichen gibt. Die Stimme, welche mich zum Eintreten aufgefordert hatte, fragte nun, ob ich wünsche, dass eine der Damen eine Botschaft für mich schreibe. »Ja«, rief ich, »tausendmal ja.« Dann veranlasste der Geist, der Frau zu schreiben. Ich sagte meiner Geliebten, dass ich noch lebe, sie noch liebe. Ich bat sie niemals aufzuhören, an mich zu denken, denn ich bedürfe ihrer ganzen Liebe und Hilfe, um mich aufrecht zu erhalten. Für sie sei ich immer derselbe, wenn ich auch jetzt schwach und hilflos sei und mich ihr nicht sichtbar machen könne. Danach erwiderte sie meine Rede mit Worten, die ich nicht niederschreiben kann. Sie sind mir zu heilig und werden für immer in meinem Herzen ruhen. Die Zeit nach dieser Unterredung war für mich die eines tiefen Schlafes. Als ich jenes Zimmer verlassen hatte und eine kurze Strecke gewandert war, war ich so erschöpft, dass ich in traumloser Bewusstlosigkeit zu Boden sank. Was lag mir daran, wo ich ruhte, da doch alles um mich herum finster war? Wie lange mein Schlaf andauerte,
Weiß ich nicht. Damals hatte ich kein anderes Mittel, die Zeit zu berechnen, als die Summe des Leides und des Elendes, durch welches ich hindurch musste. Aus dem tiefen Schlummer erwachte ich einigermaßen erfrischt und alle meine Sinne erschienen mir kräftiger als zuvor. Ich konnte mich rascher bewegen, meine Glieder kamen mir stärker und freier vor und ich empfand jetzt ein Verlangen nach Nahrung, das mir bisher unbekannt gewesen war. Das Verlangen wurde nachgerade so groß, dass ich auf die Suche nach etwas Genießbarem ging. Ich entdeckte schließlich etwas, das wie hartes, trockenes Brot aussah. Es waren nur wenige Krusten, aber ich aß sie mit Appetit und fühlte mich hierauf befriedigt. Hier möchte ich einschalten, dass die Geister den geistigen Teil eurer Nahrung genießen und dass sie einen ebenso heftigen Hunger und Durst empfinden wie ihr auf Erden, obgleich weder unsere Speise noch unser Getränk von euren physischen Augen gesehen werden können, ebenso wenig wie unser geistiger Körper. Dennoch haben Speise und Trank für uns eine objektive Realität. Wenn ich mich jetzt auch anfangs mit Ekel von jenen trockenen Krusten abwandte, so sagte mir doch eine kurze Überlegung, dass ich jetzt kein Mittel hatte, mir etwas anderes zu verschaffen. Ich war einem Bettler zu vergleichen und hatte mich mit eines Bettlers Kost zu begnügen. Meine Gedanken wandten sich nun wieder meiner Geliebten zu und führten meinen Geist mit sich, so dass ich noch einmal jenes Zimmer betrat, in dem ich sie und die beiden Frauen zuletzt gesehen hatte. Diesmal konnte ich sofort eintreten und wurde von zwei männlichen Geistern empfangen, die ich nur sehr schwach sehen konnte. Denn es schien ein Schleier zwischen uns zu hängen, durch welchen ich jene beiden Geister, die Frauen und meine Geliebte wahrnahm. Man forderte mich auf, ihr wieder eine Botschaft zukommen zu lassen. Ich war nun begierig zu versuchen, ob ich meine Worte nicht durch meinen Liebling selbst schreiben könne, wie es ihr Schutzgeist getan hatte. Man gestattete mir diesen Versuch. Zu meiner Enttäuschung fand ich aber, dass es nicht ging. Sie war für alles, was ich sagte, taub. So musste ich den Gedanken aufgeben und, wie vorher, die Frau für mich schreiben lassen. Nachdem meine Botschaft gegeben war, ruhte ich kurze Zeit aus und beobachtete meines Lieblings süßes Gesicht, wie in früheren, glücklicheren Tagen. Meine Betrachtungen wurden von einem der anwesenden männlichen Geister unterbrochen. Einem ernsten jungen Mann, soweit ich unterscheiden konnte. Er sprach in ruhiger, freundlicher Weise zu mir und sagte, dass, wenn ich meine Worte durch meinen Liebling selbst zu schreiben wünsche, es gut sei, mich zuvor einer Brüderschaft von Büßenden anzuschließen. In dieser verfolge man den Weg zum Guten und bei ihr könne ich vieles lernen, wovon ich bisher noch keine Kenntnis habe. Durch die Belehrungen dieser Brüder würde ich nicht nur befähigt werden, den Geist meiner Liebe zu beeinflussen, sondern auch das von mir ersehnte Vorrecht erlangen, zuweilen während ihres irdischen Daseins bei ihr zu sein. Dieser Weg der Buße sei sehr hart. Der Stufen bis zum Ziele gäbe es viele. Die Mühen und Leiden seien groß. Aber der Weg führe schließlich nach einem schönen, glücklichen Lande, wo ich in einer Glückseligkeit ausruhen würde, wie ich sie jetzt nicht einmal erträumen könne. So, ihr Lieben, ich bin ein bisschen gesprungen, nämlich so ein paar Dutzend Seiten weiter und er hat jetzt schon einige andere Geister getroffen, die, also der Franchezzo, der durch das Jenseits selber geistert und hat verschiedene Ebenen besucht und ist jetzt auf dem Weg
in eine andere Ebene, wo er wieder Bewohner des Jenseits einer ganz bestimmten Sphäre trifft. Und da heißt es, jenseits dieses Tales gelangte ich zu einem weiten, trockenen und sandigen Landstrich, welcher ab und zu mit spärlichem Grün bewachsen war. Dessen Bewohner hatten schwache Versuche zur Anlage von Gärten um ihre Behausungen rundherum gemacht. An manchen Stellen waren diese Behausungen so dicht zusammengerückt, dass sie kleinere oder größere Städte bildeten. Alle aber hatten jenes trostlose, hässliche Aussehen, dessen Ursache die geistige Armut ihrer Bewohner war. Auch dies war ein Land der Selbstsucht und der Begierde, jedoch für das Auge des Beobachters nicht von so vollständiger Gleichförmigkeit wie die vorher geschilderte Gegend. Ich gehe mal hier ganz kurz rein. In der Gralsbotschaft lernen wir auch Folgendes. Und deswegen sprechen wir hier auch immer wieder davon, dass wir uns von Mustern, Hängen, Süchten lösen sollten. Weil wenn wir dies nicht tun, dann nehmen wir diese mit hinüber ins Jenseits, wenn wir eines Tages das Zeitliche segnen. Und wir müssen nach dem Gesetz der Anziehung der Gleichart mit gleichartig veranlagten Seelen zusammenkommen. Und nehmen wir an, es war jetzt die Sucht, Geld zu verdienen, Geldsucht, Geldgier oder Alkoholsucht oder Nikotinsucht oder Drogensucht oder Sexsucht und was es alles gibt, dann werden wir, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, mit gleichartigen Seelen zusammenkommen. Wie es hier ja jetzt auch geschildert wurde, er ist jetzt, Franchezzo ist jetzt in einem Land der Selbstsucht und der Begierde. Selbstsucht, Eitelkeit, Selbstherrlichkeit. Zu der Sorte hatte er zu Lebzeiten gehört. Und es ist alles hässlich herum. Die Ursache liegt in der geistigen Armut ihrer Bewohner. Die geistige Armut heißt nicht, dass sie schwachsinnig wären, sondern dass sie ihren Geist, die Seelenarbeit nicht entwickelt hatten zu Lebzeiten auf der Erde. Und nun leben sie im Jenseits weiter, haben aber diesen Schatz an geistigen Erkenntnissen sich nicht erarbeitet und stehen deswegen auf einem ziemlich schwierigen Terrain, wie wir jetzt gleich hören werden. Seine Bewohner, also dieser Gegend, suchten bis zu einem gewissen Grade Umgang mit ihren Nachbarn. Viele von ihnen waren von dem grauen Tale hergekommen, die meisten jedoch direkt aus dem Erdenleben. Sie waren nun arme Seelen, die kämpften und rangen, um sich etwas höher zu bringen. Wo immer dies Streben zutage tritt und eine Anstrengung zur Überwindung der Selbstsucht gemacht wird, beginnt der trockene Boden um die Häuser herum, zarte Grashalme und kleine kümmerliche Schößlinge von allerlei Gesträuch zu treiben. Also ihr hört, sobald nur gutes Wollen spürbar wird, verändert sich die Umgebung schon. Wie armselig waren doch die Hütten in diesem Lande, wie zerlumpt, herabgekommen und elend seine Bewohner, gleich Landstreichern oder Bettlern. Und doch hatten viele von ihnen zu den Reichsten der Erde gezählt und hatten als hervorragende Persönlichkeiten allen Luxus genossen, den es nur geben kann. Da sie aber ihren Reichtum nur zur Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse verwendet hatten und anderen nur die armseligen Brocken von ihrem reichen Tische zukommen ließen, waren sie nun hier in Zwielichtlande gleich Bettlern, arm in Bezug auf die geistigen Güter der Seele. Letztere müssen schon im irdischen Dasein sowohl vom reichsten Könige wie vom ärmsten Bettler erworben werden.
Diejenigen, welche ohne sie ins Geisterreich herüberkommen, mögen sie zu den größten oder niedrigsten der Erde gezählt haben, müssen an diesem Orte Wohnung nehmen, wo alle gleich arm an geistigen Dingen sind. In Rücksicht auf die Stellungen, die sie während ihres irdischen Lebens innehatten, zanken und beklagen sich hier viele der Geister darüber, dass man schlecht mit ihnen umgegangen sei und sie an einem solchen Ort gebracht hätte. Sie tadeln die anderen, als ob diese an ihrem Hiersein die Schuld trügen und nicht sie selbst. Sie bringen tausend Entschuldigungen und Ausflüchte bei jedem vor, der geneigt ist, ihre Leidensgeschichte anzuhören. Andere wieder möchten ihre irdischen Pläne noch zur Ausführung bringen. Oder sie suchen ihre Zuhörer glauben zu machen, dass sie Mittel und Wege gefunden hätten, wie man, auf Kosten irgendeines anderen natürlich, die Trostlosigkeit dieses langweiligen Lebens enden könne. Sie ersinnen und erwägen Anschläge, die sie ausführen suchen, während sie die von anderen, welche ihren Plänen entgegenstehen, zu vereiteln trachten. Auf solche Weise nimmt das öde Dasein in diesem Lande der Unruhe seinen Verlauf. Indem ich allen, die mich anzuhören gewillt waren, Mut und Hoffnung zusprach und ihnen nützliche Ratschläge gab, damit sie den rechten Weg aus diesem Lande herausfinden möchten, ging ich weiter und kam in das Land der Geizigen. Dieses Land ist sich gänzlich selbst überlassen. Denn mit Ausnahme derer, die selbst an der alles verschlingenden Gier nach Anhäufung von Reichtümern kranken, hegen nur wenige Menschen Sympathie für wirkliche Geizhälse. Die dunklen Geister hier waren bucklig und hatten klauenähnliche Finger. Sie beschäftigten sich damit, in dem schwarzen Boden gleich Raubvögeln nach zerstreuten Goldkörnern zu suchen. Und hier und da wurde ihre Mühe belohnt. Nachdem sie ein Stückchen Gold gefunden hatten, steckten sie es in kleine Taschen und bargen sie an ihrem Busen, damit das, was ihnen als höchstes Gut erschien, ihrem Herzen am nächsten ruhe. In der Regel waren es einsame, menschenscheue Wesen, die einander instinktiv aus dem Wege gingen, aus Furcht, dass sie ihrer teuren Schätze beraubt werden könnten. In diesem Lande fand ich nichts zu tun. Ein einziger Mann lauschte für einen Augenblick auf meine Worte, bevor er sich wieder auf die Suche nach Gold im Erdboden begab. Aber als ich ging, verfolgte er mich misstrauisch mit seinen Blicken. Jedenfalls hatte er Furcht, ich möchte in Erfahrung bringen wollen, wie viel Gold er bereits zusammengescharrt hatte. Die anderen Geister waren alle derart in das Goldsuchen vertieft, dass ich ihnen nicht einmal meine Gegenwart bemerklich machen konnte. So verließ ich denn bald dies kalte Land. Ihr spürt also oder könnt ja jetzt erkennen, dass Franchezzo, der ja selber Hänge in all diese Richtungen gehabt hat, sonst hätte er nicht durch diese Länder durch müssen, dass er aber durch die Liebe einer Frau, die noch auf Erden weilte, seine Liebste, den Weg zur Erlösung, zur Rettung gefunden hat. Und dazu dieser Frau, die ein reiner Geist gewesen sein muss, viele reine Geister, unsichtbar für die Diesseitigen, ihr zur Seite standen und nachdem sie erkennen konnten, Franchezzo hatte verstanden, um was es ging, auch wenn er, als er ankam im Jenseits, überhaupt nicht in diese Richtung unterwegs war, bekam er mehr und mehr Hilfen. Und das ist wirklich etwas, was man wissen muss. Sobald ich nur gut will, ob ich im Diesseits oder im Jenseits bin, sobald ich bereit bin, meine Fehler wegzuschreddern, bekomme ich Hilfen und es geht aufwärts. Jetzt hier im Irdischen genauso wie im Jenseits.
Nur wer sich natürlich mit den Themen nicht beschäftigt hat zu Lebzeiten, der weiß davon nichts und muss manchmal Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte durch die Finsternis stolpern, an sich selbst verzweifeln, an den anderen verzweifeln, ohne Möglichkeit der Hilfe. Wenn man aber weiß, um was es geht, dann wird man auch, wie es hier Franchezzo macht, andere an der Hand nehmen, schauen, wem kann ich helfen? Kann ich mit den Leuten reden? Kann ich ihnen mehr erklären? Ich meine jetzt nicht, dass hier alle auch im Diesseits losrennen sollen und zu missionieren versuchen. Das bringt im Moment herzlich wenig. Aber da, wo man spürt, dass Hilfe gewünscht wäre, da ja, sofort. Ja, wir lesen noch weiter. Mich abwärts wendend, gelangte ich in eine fast ganz dunkle Sphäre. Diese machte den Eindruck, als ob sie sich unter der Erde befände, da der Charakter ihrer Bewohner schlechter war als jener der Menschen in gewissen Gegenden der Erde. Hier war vieles ähnlich den Verhältnissen im Lande der Unruhe, nur dass die Geister, welche da selbst wohnten, noch schlechter und verkommener aussahen. Hier war auch nicht die Spur einer Bodenkultur zu bemerken, und der Himmel zu Häupten war beinahe schwarz wie die Nacht. Das vorhandene Licht gab den Bewohnern nur die Möglichkeit, sich selbst und die Gegenstände in ihrer nächsten Umgebung zu erkennen. Während man im Lande der Unruhe nur Zank, Unzufriedenheit und Eifersucht fand, gab es hier hitzige Schlägereien und erbitterte Kämpfe. Es war dies der Aufenthaltsort für Spieler und Trunkenbolde, für wettende Männer, Falschspieler und Schwindler aus der Handelswelt, für Diebe und Gesindel jeder Art. Man fand hier sowohl den gemeinen Dieb der Spelunken wie sein gebildetes Gegenstück, das sich in den höheren Sphären des irdischen Lebens bewegt hatte. An diesem Orte befanden sich alle, deren verbrecherische und liederliche Neigungen zur Selbstsucht und Entartung ihrer Gefühle geführt hatten. Auch sah ich viele, die sich in einem höheren Zustande geistigen Lebens hätten befinden können, wäre nicht ihr beständiger Umgang mit der oben erwähnten Sorte von Menschen im irdischen Dasein für sie verhängnisvoll geworden, sodass sie nach ihrem Tode, angezogen durch ihre früheren gesellschaftlichen Verbindungen, bis zu dieser dunklen Sphäre herabsanken. Vielleicht an dieser Stelle nochmal ganz wichtig die Erklärung des Naturgesetzes der Anziehung der Gleichart. Hier auf Erden haben wir unsere grobstofflichen Körper, unseren Verstand, die uns verhindern können, dass wir mit Gleichartigen nur zusammengeführt werden. Es passiert zwar trotzdem in der Regel, gleich und gleich gesellt sich gern, aber man kann es natürlich auch verhindern, hier durch eine Willensentscheidung, eine Entschlussentscheidung. Im Jenseits nicht. Da werden wir, ob wir wollen oder nicht, ob es schön ist oder nicht, nach dem Gesetz der Anziehung der Gleichart zu jenen Seelen hingezogen, die ähnliche Hänge, Muster, Marotten an sich haften haben, wie wir auch. Ein Grund mehr, das zu Lebzeiten loszuwerden. Ja, noch kurz weiter. Zu dieser letzteren Klasse von Geistern wurde ich jetzt gesandt, denn es war Hoffnung vorhanden, dass noch etwas Gefühl für das Gute und Erhabene bei ihnen zu finden sein würde. Die Stimme des Rufenden in der Wüste sollte von ihnen vernommen werden und sie hinwegführen in ein besseres Land. Die Behausungen und Wohnstätten dieses dunklen Landes des Elends lagen über weite Flächen zerstreut. Alle aber boten einen schrecklichen Anblick von Unreinlichkeit, Schmutz, Verfall,
Sie glichen den Gebäuden in einigen Diebesvierteln unserer Großstädte, wo einstmals prächtige, mit Reichtum und Luxus ausgestattete Paläste nun zu Zufluchtsorten des schlimmsten Lasters und Verbrechens geworden sind. Hier und da stieß ich auf weite verlassene Länderstriche, die nur wenige zerstreute Häuser, besser gesagt elende Hütten, aufwiesen. In anderen Gegenden gab es Häuserkomplexe, ähnlich den Großstädten der Erde, in denen die Einwohner dicht zusammengedrängt hausten und einen düsteren, unerfreulichen Anblick darboten. Überall konnte man Schmutz, Unrat und Elend bemerken. Ein wahrhaft trostloser Zustand, der durch die geistigen Ausströmungen der lasterhaften Bewohner dieser Gegend verursacht wurde. Nicht eine Spur von etwas Reinem, Schönem oder Anmutigem war hier zu entdecken, auf dem das Auge gerne hätte verweilen mögen. Unter diesen Unglücklichen wanderte ich mit meinem kleinen Sternenlicht umher. Es war so winzig, dass es einem Leuchten den Pünktchen glich, das in der Dunkelheit aufblitzte und sich bewegte. Doch um mich herum verbreitete es eine sanfte, milde Helle und bildete einen Hoffnungsstern für alle, die nicht infolge ihrer Selbstsucht und ihrer Leidenschaften zu verblendet waren, um es wahrzunehmen. Ab und zu fand ich solche Unglücklichen an irgendeine Wand gelehnt oder in der Ecke eines armseligen Zimmers kauernd. Besaßen sie genügend Kraft, sich aufzurichten und auf meine Worte zu hören, dann begannen sie den Weg zum Guten zu suchen und auf diesem Wege zu den höheren Sphären, aus denen sie durch ihre Sünden gefallen waren, zurückzukehren. Einige konnte ich dazu bewegen, mir bei meinen Bemühungen, anderen zu helfen, beizustehen. In der Regel jedoch waren diese Ärmsten nur imstande, an ihr eigenes Elend zu denken und sich nach etwas Höherem als ihrem gegenwärtigen Zustande zu sehnen. So gering dies auf den ersten Blick erscheinen mag, war es dennoch der erste Schritt nach vorwärts, dem dann der zweite, nämlich der Gedanke, wie man anderen helfen könne, ebenso sicher folgte. Ja, und hier geht es weiter bei Franchezzo, der jetzt bei seinen Wanderungen erzählt, dass er in einer Stadt landet. Der Boden war schwarz und trocken. Er war am besten mit den Ablagerungen von Asche, Schutt und Schlacken zu vergleichen, die man in der Nähe großer Eisenwerke findet, sagt er. Ich befand mich gerade zwischen den Trümmern einiger verfallener Hütten, die den Übergang von der unglücklichen Stadt zu jener trostlosen Ebene bildeten, als ich einen großen Lärm und Streit vernahm, der aus einer Hütte zu mir drang. Neugierde trieb mich an, nachzusehen, worum es sich handle und ob nicht etwa ein Schutzbedürftiger hier anzutreffen sei. Das Gebäude, in welches ich eintrat, glich eher einem Stall als einem Hause. In einem Raume stand ein großer, roh gezimmerter Tisch. Um ihn herum saßen ungefähr ein Dutzend Männer auf kleinen hölzernen Stühlen. Welche Männer! Sie waren fast eine Beleidigung für das menschliche Geschlecht und eher mit Orang-Utans zu vergleichen. Ihre groben, aufgedunsenen, entstellten Gesichtszüge erinnerten in ihrem Ausdruck an die Physiognomie von Schweinen, Wölfen, Raubvögeln. Es ist mir unmöglich, diese Gesichter, diese missgestalteten Körper und verdrehten Glieder zu beschreiben. In ihren zerschlissenen Gewändern, ihrer Kleidung im irdischen Leben ganz ähnlich, boten sie einen grotesken Anblick. Manche gingen in der Tracht früherer Jahrhunderte einher, andere waren nach neuester Mode gekleidet. Insgesamt aber sahen sie zerlumpt, gemein, schmutzig aus. Ihr Haar war ungekämmt und hing ihnen wirr um den Kopf.
Ihre Augen erglühten bald im Feuer heftiger Leidenschaft. Bald starrten sie in finsterer Verzweiflung oder boshafter Tücke vor sich hin. Damals glaubte ich mich im tiefsten Abgrunde der Hölle zu befinden. Seitdem bin ich jedoch in eine Region gekommen, welche noch viel dunkler war und weit schrecklicher aussah als diese. Sie wird von Wesen bewohnt, denen gegenüber die hier beschriebenen harmlos menschlich genannt werden müssen. Später, wenn ich auf jenen Teil meiner Wanderungen zu sprechen komme, wo ich die untersten Reiche der Hölle besuchte, werde ich diese niedersten Wesen genauer beschreiben. Die Geister, welche ich in dem erwähnten Gebäude antraf, waren über einen Beutel voll Geld, der auf dem Tische lag, in Streit geraten. Einer von ihnen hatte das Geld gefunden und es als Einsatz gegeben, damit die ganze Gesellschaft darum spiele. Der Zank schien dadurch entstanden zu sein, dass jeder den Beutel einfach an sich nehmen wollte, ohne irgendwie die Rechte des anderen zu beachten. Die Rechtsfrage war zur Machtfrage geworden und man bedrohte sich bereits in heftigster Weise. Der Finder des Geldes oder besser des geistigen Gegenstücks unseres irdischen Geldes war ein junger Mann von verhältnismäßig gutem Aussehen. Wären nicht die Spuren der Leidenschaften so tief in sein Antlitz eingegraben gewesen, so hätte er in diese verkommene Gesellschaft nicht hineingepasst. Er behauptete, das Geld sei sein Eigentum. Und wenn er es auch gesetzt habe, damit ehrlich darum gespielt werde, so dulde er es doch nicht, dass man es ihm mit Gewalt abnehme. Meinem Gefühl nach gab es hier nichts für mich zu tun. Nachdem ich diesen wüsten Ort verlassen hatte, hörte ich hinter mir lautes Gebrüll von Entrüstungsrufen und Verwahrungen. Kaum war ich ein kurzes Stück Weg gegangen und befand mich gerade bei einem anderen verlassenen Hause, als die ganze wilde Bande streitend und kämpfend aus der Hütte kam, um an den jungen Mann mit der Geldbörse heranzukommen. Sie drängten einander weg, während der Vorderste von ihnen den Ärmsten schlug, mit Füßen trat und ihm den Beutel zu entreißen suchte. Als dies gelungen war, stürzten sich alle auf ihn, so dass der junge Mensch Fersengeld gab und auf mich zuzulaufen begann. In diesem Augenblick entstand ein gellendes Geschrei. Man schickte sich an, den Fliehenden wieder einzufangen und ihn wegen Betrugs zu züchtigen, da der Beutel statt des Geldes nur Steine enthielt. Es war, gleich dem Feingold im Märchen, verwandelt worden. Jedoch nicht in welke Blätter, sondern in harte Steine. Der unglückliche junge Mensch hatte sich eben an mich geklammert und mich laut gebeten, ihn vor diesen Teufeln zu schützen, als die ganze Bande in Verfolgung ihres Opfers auf uns losstürmte. Den armen Menschen mit mir reißend, sprang ich mit Blitzesschnelle in das leere Gebäude und zog die Türe hinter mir zu. Um unsere Verfolger auszusperren, stemmte ich den Rücken gegen die Tür. Großer Himmel, wir schrien, stampften und tobten sie bei ihren Versuchen, durch die Türe einzudringen, und wie spannte ich meinerseits alle Kräfte des Geistes und Körpers an, sie abzuhalten. Damals wusste ich noch nicht, dass unsichtbare Mächte mir beistanden und die Türe zuhielten, bis endlich die Angreifer bemerkten, dass sie dieselbe nicht zu bewegen vermochten. Schließlich zogen die Ruhestörer enttäuscht und ärgerlich ab, um anderswo einen Anlass zu neuem Streit zu suchen. Hierauf sah ich nach meinem Begleiter, welcher gleich einem Häuflein elend in einer Ecke der Hütte saß, und half ihm auf. Ich erklärte ihm, dass es ratsam wäre, diesen Ort zu verlassen, sobald er sich bewegen und ein wenig gehen könne. Es könnte den Männern recht wohl einfallen, zurückzukommen und uns Ungelegenheiten zu bereiten. Mit vieler Mühe und Anstrengung hob ich ihn auf und brachte ihn an einen sicheren Ort, draußen auf der dunklen Ebene,
wo wir allerdings ohne Obdach waren, aber doch nicht Gefahr liefen, eingeschlossen zu werden. Dann tat ich mein Bestes, seine Leiden durch Anwendungen zu mildern, die ich während meines Aufenthaltes im Hause der Hoffnung gelernt hatte. Nach einiger Zeit war der arme Bursche fähig zu sprechen und zu erzählen, wie er in dieses dunkle Land gekommen sei. Er war anscheinend erst vor kurzem aus dem Erdenleben geschieden, nachdem er von einem eifersüchtigen Ehemanne, dessen Weib er unerlaubte Aufmerksamkeiten erwiesen hatte, erschossen worden war. Das einzige versöhnende Moment in der Geschichte dieses armen Geistes war, dass er keinen Hass- oder Rachegedanken, sondern lediglich Reue und Scham dem Manne gegenüber empfand, der ihn seines Lebens beraubt hatte. Was am meisten dazu beigetragen hatte, ihm die Augen über seine Verkommenheit zu öffnen, war die Entdeckung, dass die Frau, um deren Liebe willen alles dies geschah, eine Unwürdige war. Sie war hart, selbstsüchtig und so weit entfernt von einem wirklichen Liebesempfinden, dass ihr ganzes Sinnen und Trachten nur darauf hinausging, sich zu vergnügen und eine Rolle in der Gesellschaft zu spielen. Unmut und Langeweile waren die Hauptgefühle, die sie ihrem unglücklichen Gatten und dem Opfer seiner Eifersucht entgegengeben konnte. Der junge Mann, den ich Raoul nennen will, erzählte mir, als ich wusste, dass ich wirklich gestorben war und dennoch die Macht besaß, wieder auf die Erde zurückzukehren, war mein erster Gedanke, zu ihr zu gehen und sie nach Möglichkeit zu trösten oder sie wenigstens empfinden zu lassen, dass der tote Geliebte noch lebe und ihrer auch nach dem Tode gedenke. Aber in welcher Verfassung fand ich sie? Nicht etwa in Trauer um mich oder in Sorge um ihn? Nicht im Mindesten. Nur an sich selbst denkend, wünschte sie, dass keiner von uns ihr je begegnet wäre. Am liebsten hätte sie uns aus ihrem Gedächtnis gestrichen, um mit einem anderen gesellschaftlich höher stehenden ein neues Leben zu beginnen. Der junge Mann berichtete weiter, da fiel es wie Schuppen von meinen Augen und ich sah, dass ich ihre Liebe niemals besessen hatte. Mit Reichtum und meinen Adel, ja, das war es, was ihr angetan hatte. Damit hoffte sie, eine einflussreichere Stellung in der Gesellschaft zu gewinnen oder eine Rivalin aus dem Felde zu schlagen. Nur aus kalter Berechnung hatte sie Ehebruch begangen. Und ich war nichts als ein armer, blinder Narr, der seine Torheit mit dem Leben bezahlen musste. Für sie war ich nichts als eine unerfreuliche Erinnerung an den Skandal, dem sie ausgesetzt war. In meiner Bitterkeit floh ich damals die Erde. Ich konnte an keine Treue irgendwelcher Art mehr glauben. Und meine wilden Gedanken und Wünsche zogen mich zu diesem dunklen Orte und seinen Bewohnern herab. Unter ihnen fand ich meine irdischen Freunde wieder, die mich umschmeichelt hatten, unter denen ich meine Kräfte vergeudet und meine Seele verloren hatte. Ich erwiderte, »Und nun, mein unglücklicher Freund, willst du jetzt nicht den Weg der Sühne betreten, der dich zu besseren Ländern zurückführt, auf dem du dein verlorenes Menschentum und dein höheres Selbst wiederfinden wirst?« »Leider ist es hierzu zu spät«, sprach Raoul. »In der Hölle, und sicher ist dies die Hölle, gibt es keine Hoffnung mehr.« »Keine Hoffnung? Für niemanden?« antwortete ich. »Sprich nicht so, mein Freund. Ich kann dir versichern, dass selbst für Geister in der verzweifeltsten Lage noch Hoffnung vorhanden ist. Auch ich habe Kummer und Bitterkeit erfahren. Trotzdem habe ich die Hoffnung nie verloren. Denn sie, die ich liebte, war rein wie ein Engel. Sie war stets bereit, mir Liebe und Hoffnung einzuflößen. Um ihretwillen arbeite ich und erwecke in anderen die Hoffnung, die mir selbst zuteil wurde. Komm, lass mich dich führen, und ich werde dich
zu einem besseren Lande geleiten. Ja, und es heißt dann hier am Ende des 7. Kapitels: Von da ab arbeiteten Raul und ich eine kurze Zeit zusammen, in der dunklen Gegend, in der er früher gewohnt hatte. Und von Tag zu Tag wurde er hoffnungsvoller. Von Natur aus lebhaft und heiter war er ein echtes Kind seines Landes. Er war Franzose, voll lustigen, anmutigen Leichtsinns, den der schreckliche Aufenthalt an diesem düstern Orte nicht völlig hatte unterdrücken können. Wir wurden gute Freunde und unsere Arbeit wurde dadurch angenehmer, dass wir uns darin teilten. Diese gemeinsame Tätigkeit, anderen zu helfen, war damals nicht von langer Dauer. Seitdem sind wir uns aber öfters begegnet und haben miteinander gearbeitet. Wie Kameraden verschiedener Regimenter, die durch die Zufälle des Krieges einmal zusammengeführt und dann wieder getrennt werden. Also ihr seht, es geht im Jenseits schon sehr ähnlich wie auf der Erde zu. Aber vor allem gilt dort wie hier, dass wir nicht Ichlinge und Egomanen sind, sondern anderen die Hände zur Hilfe reichen. Und Hilfe kann immer ganz unterschiedlich aussehen. Man muss nicht Geld schenken, man muss auch nicht jemandem süßlich Honig um den Mund schmieren, sondern fair, ehrlich, respektvoll dem anderen gegenübertreten. Und wenn man sieht, er ist in Not, helfen. Nicht lang überlegen. Kapitel 8. Wieder einmal aufgefordert, meine Wanderungen in den geistigen Sphären zu unterbrechen, um auf der Erde eine Mission zu erfüllen, geschah es, dass die größte und schrecklichste Versuchung meines Lebens an mich herantrat. Im Verlaufe meines Rettungswerkes begegnete ich einem Erdenmenschen, dessen Einfluss auf mein irdisches Leben mehr als alles andere dazu beigetragen hatte, dieses zu zerstören. Obgleich ich keineswegs schuldlos war, überkam mich doch stets eine große Bitterkeit und ein heftiges Rachegefühl, so oft ich an diese Persönlichkeit und alle die Kränkungen, welche ich durch sie erlitten, dachte. Kränkungen, die mir so nahe gingen, dass ich manchmal glaubte, leidenschaftlichen Ausbrüchen des Zornes Ausdruck geben zu müssen. Bei meinen Wanderungen auf dem Erdenplan hatte ich viele Mittel und Wege kennengelernt, durch welche ein Geist denen, die er hasst, Schaden zufügen kann, auch wenn sie sich noch im Fleische befinden. Es ist uns weit mehr Macht zu eigen, als ihr glaubt. Aber ich halte es für weiser, den Schleier nicht zu lüften, der über allen Möglichkeiten liegt, die sich rachsüchtigen Personen selbst nach dem Tode noch zur Erreichung ihrer bösen Absichten bieten. Übrigens ganz kurzer Einwurf von mir. Man kann sich immer dagegen schützen, auch wenn da jemand im Jenseits rachsüchtig ist oder sein will, indem man selber rein ist und sich um größtmögliche Reinhaltung seiner Gedanken bemüht und um größtmögliche Entwicklung seiner Persönlichkeit zum Guten hin. Das ist etwas, wo auch ein rachsüchtiger Jenseitiger nicht einhaken kann, weil er durch das Gesetz der Anziehung der Gleichart keinerlei Möglichkeiten mehr bekommt. Also auch dafür lohnt es sich einfach gut zu werden. In jeder Hinsicht lohnt es sich. Es ist die Herausforderung der Jetztzeit. Wir lesen weiter. Ich könnte schreckliche Fälle aufzählen, von denen ich weiß, dass sie wirklich stattgefunden haben. Geheimnisvolle Morde, merkwürdige Verbrechen, welche auf der Erde scheinbar ohne Grund und Ursache von Menschen begangen wurden, deren Bewusstsein so betäubt war, dass sie für ihre Handlungen nicht verantwortlich gemacht werden konnten. Sie waren nur Werkzeuge in den Händen von Geistern, die Besitz von ihnen genommen hatten. Von diesen und ähnlichen Vorkommnissen haben wir hier in den geistigen Sphären Kenntnis.
Diese Dinge haben hier oftmals ein recht verschiedenes Ansehen von dem, was sich euch auf Erden darbietet. Der alte Glaube an die Besessenheit durch Dämonen ist demnach nicht unbegründet. Nur waren die in Betracht kommenden Dämonen und Teufel einstmals selbst Bewohner der Erde. Nach langen Jahren der Trennung begegnete ich also jener verhassten Persönlichkeit noch einmal. Alle die früheren Gefühle des Schmerzes und der Kränkung erwachten aufs Neue in mir, mit einer Heftigkeit, die meinen früheren Zorn im irdischen Leben um das Zehnfache überstieg. Denn ein Geist besitzt die Eigenschaft, weit mehr entbehren oder genießen zu können, weit mehr sich zu freuen oder zu leiden, zu lieben oder zu hassen, als jemand, dessen Sinne noch stumpf und durch die irdische Hülle verschleiert sind. Die Empfindungsfähigkeit aller Sinnesorgane ist bei uns Geistern um das Vielfache erhöht. Beim Anblick dieser Person erwachte also mein lange unterdrücktes Rachegefühl von neuem. Und mit ihm drängte sich mir ein teuflischer Plan zu dessen Befriedigung auf. Meine Rachegelüste zogen aus den Winkeln des tiefsten Abgrunds Geister von solcher Schwärze, von solch schrecklicher Art an mich heran, wie ich sie nie zuvor gesehen oder auch nur erträumt hatte. Geschöpfe, deren Existenz ich ohne weiteres geleugnet und in das Reich der Fabel verwiesen hätte. Diese Wesen können weder auf der Erde noch in den niedrigeren Sphären, welche erstere umgeben, ihr Dasein fristen. Es sei denn, dass ein Mensch durch seine falsche Geistesrichtung eine gewisse Affinität zu ihnen entwickelt und hierdurch eine starke magnetische Anziehung entsteht, durch die sie für einige Zeit auf der Erde festgehalten werden. Werden sie auch oft durch heftige böse Wünsche seitens eines sterblichen oder erdgebundenen Geistes angezogen, so können sie doch nicht lange in der Erdsphäre verweilen. In dem Augenblick, wo die anziehende Kraft schwächer wird, verlieren sie gleich einem zerreißenden Seil ihren Halt und sinken in ihre dunklen Wohnplätze zurück. Da gehen wir wieder rein, weil hier klar wird, was ihr alle jetzt merkt, dass die morphogenetischen Felder natürlich dort auch wirken und je nach deinen eigenen Gedanken, sowohl auf der Erde als auch dort drüben, man also Gutes anzieht, gute Geister, lichte Geister, helfende, unterstützende, gesundende oder eben das Gegenteil. Ja, ich lese weiter. Also. In Zeiten großer allgemeiner Unzufriedenheit und Empörung, wie im Falle einer Revolution, wo die Leidenschaften im unterdrückten Volke die Oberhand gewinnen, wird, jetzt genau aufpassen, das passt natürlich auf unsere Zeit auch, wird durch den Hass und Rachedurst der Unterdrückten eine ganze Wolke solcher dunkler Wesen angezogen. Schreckenszustände, wie man sie während großer Revolutionen und bei anderen Erhebungen geknechteter Völker beobachtet hat, müssen entstehen, da die wütende Masse von diesen wahrhaften teuflischen Geistern zeitweise völlig beherrscht wird. In meinem Falle drängten sich diese schrecklichen Wesen mit freundlicher Miene an mich heran, zischelten mir in die Ohren und wiesen mir einen Weg zur Befriedigung meiner Rache. So einfach und doch so furchtbar. So entsetzlich in seiner Verruchtheit, dass ich es nicht wage, hier niederzuschreiben. Denn der Gedanke könnte im Kopfe irgendeines Verzweifelten festen Fuß fassen und gleich dem Samen, der auf fruchtbarem Boden fällt, verderbliche Blüten treiben. Zu jeder anderen Zeit hätte ich mich mit Abscheu von diesen Wesen und ihren schrecklichen Versuchungen abgewandt. Doch jetzt, in meiner wahnsinnigen Leidenschaft, waren sie mir willkommen.
Gerade wollte ich ihre Hilfe zur Ausführung meiner Rache anrufen, als gleich dem Klang einer Silberglocke die Stimme meines Lieblings an mein Ohr schlug. Jene Stimme, für deren Mahnungen ich niemals taub war und deren Laute mich wie nichts anderes berührten. Bei allem, was uns heilig war, bei all den Gelübden, welche wir ausgetauscht, beschwor mich mein Lieb, zu ihr zu kommen. Zwar konnte ich den Gedanken an meine Rache nicht sofort aufgeben, doch wurde ich bald wie an einem Seile von dem einen, den ich hasste, weg und zu der anderen, die ich liebte, hingezogen. Die ganze wilde Bande von schwarzen Teufeln hing sich an mich und versuchte, mich zurückzuhalten. Ihre Kraft wurde jedoch immer schwächer, je mehr die Stimme der Liebe, Reinheit und Wahrheit mein Herz durchdrang. Ich fand meine Geliebte in ihrem Zimmer, die Arme erhoben, um mich zu sich heranzuziehen. Und ihr zur Seite bemerkte ich zwei mächtige, strahlende Schutzgeister. Um sie herum war ein Kreis von flammendem Silberlichte gezogen, so dass es aussah, als ob sie von einem blitzenden Schutzwall umgeben wäre. Auf ihre Aufforderung durchschritt ich den Wall und befand mich an ihrer Seite. Die schwarze Schar versuchte mir zu folgen, wurde aber durch den Flammenring zurückgehalten. Nur einer, der Verwegensten, drängte sich an mich heran im Augenblick, als ich den Schutzwall erreicht hatte und wollte mich fassen. Da wurden seine Hand und sein Arm von der leuchtenden Flamme ergriffen und schrumpften zusammen, als ob sie in einen Schmelzofen gesteckt worden wären. Einen Schmerzensschrei ausstoßend ging der schwarze Geselle unter dem wilden Geheul und Hohngelächter der übrigen wütend davon. Mit der ganzen Liebe ermahnte mich nun mein Liebling, jenen schrecklichen Plan aufzugeben und nie wieder solch niedrigen Gedanken Raum zu geben. Sie fragte mich, ob mir an der Befriedigung meiner Rache denn mehr gelegen sei als an ihr und ob ich die schreckliche Schuld eines vorsätzlichen Verbrechens als unüberwindliche Schranke zwischen uns errichten wolle. Ihre Liebe habe nach allem, was geschehen, doch wohl etwas mehr Rücksicht verdient. Anfangs wollte ich nicht nachgeben. Aber schließlich begann sie zu weinen. Und ihre heißen Tränen, die mir wie Feuer in der Seele brannten, schmolzen die eisige Kälte meines harten Sinnes hinweg und erwärmten mein Gemüt. In Seelenqual darüber, dass ich die Ursache ihrer Tränen war, sank ich ihr zu Füßen und betete, dass mir meine gottlose Gesinnung vergeben werden möchte. Und dass mir ihre Liebe zu meinem Trost und Beistand erhalten bleibe und es mir gestattet sei, bei ihr, meiner einzigen Hoffnung, meinem Alles, auch fernerhin zu verweilen. Und siehe, während meines Gebets zerstob die Schar von schwarzen Geistern, die mich mit List und Gewalt zu sich herauszuziehen versucht hatte, wie eine dunkle Nebelwolke, wenn der Wind sie hinwegfegt. Die Geister kehrten in ihr eigenes Reich zurück, während ich selbst, erschöpft vor den Füßen meines Lieblings, zusammenbrach. Später bemerkte ich noch öfters, wie diese schwarzen Gesellen sich an mich heranzudrängen suchten. Doch konnten sie mir niemals wieder so nahe kommen, da ich durch meine Liebe gegen ihre Angriffe geschützt war. Kapitel 9. Ich erhielt jetzt den Auftrag, ein Land zu besuchen, dessen Existenz in der geistigen Welt seltsam erscheinen mag. Es war das Eis- und Schneeland, das Frostland, in dem alle die lebten, welche auf Erden kalt und selbstsüchtig berechnend waren.
Sie hatten in sich und anderen gegenüber alle jene warmen Regungen und zarten Gefühle, die das Leben von Herz und Seele ausmachen, ersterben, erstarren und erkalten lassen. Das Liebegefühl war bei ihnen so ertötet, dass die lebensspendende Wärme der Sonne in ihrer Gegenwart nicht wirken konnte und alles Leben erloschen schien. Große Staatsmänner sah ich unter den Bewohnern dieses Landes, welche ihr Volk nicht geliebt hatten, noch auf dessen Wohl bedacht gewesen waren. Nur die Befriedigung ihres Ehrgeizes und ihre eigene Verherrlichung hatten sie gesucht. Nun schienen sie in großen Eispalästen auf den stolzen, kalten Höhen ihrer eigenen Bestrebungen zu wohnen. Auch andere, die auf weniger hohen Pfaden des Lebens gewandelt waren, bemerkte ich. Aber auch sie waren in gleicher Weise erstarrt und erfroren in der schrecklichen Kälte und Unfruchtbarkeit eines Lebens, aus dem alle Wärme, alles Gefühl gewichen war. Hatte ich früher die Übel kennengelernt, welche infolge eines Übermaßes von Erregung und Gefühl entstanden waren, so bemerkte ich jetzt die bösen Folgen eines gänzlichen Mangels dieser Eigenschaften. Dieses Land hatte Gottlob weit weniger Bewohner als das andere, denn so schrecklich die Wirkungen einer misslichen Leidenschaft auch sein mögen, sind sie doch nicht so schwer zu überwinden als jene, die sich infolge Fehlens aller zarteren Triebe des Menschenherzens eingestellt haben. Hier befanden sich auch einzelne Männer, die auf Erden hervorragende Vertreter der religiösen Bekenntnisse verschiedener Nationen waren. Römisch-katholische Kardinäle und Priester, von strenger und frommer, aber kalter und selbstsüchtiger Lebensführung. Puritanische Prediger, methodistische und andere Geistliche, Bischöfe und Kleriker der englischen Kirche, Missionare, Brahminen, Parsen, Ägypter, Mohammedane. Kurz, alle religiösen Richtungen waren im kalten Lande zu finden. Kaum einer seiner Bewohner hatte genügend Gefühlswärme in sich, um das Eis um sich herum auch nur in geringerem Maße zu schmelzen. Sobald jedoch ein kleiner, warmer Tropfen, eine Träne des Kummers floss, begann das Eis zu tauen. Und die betreffende arme Seele hatte dann Hoffnung, einmal aus diesem kalten Lande herauszukommen. Hier traf ich einen Mann an, der in einem Eiskäfig eingeschlossen zu sein schien. Die Stäbe des Käfigs waren zwar auch von Eis, aber von solcher Härte, als ob sie aus poliertem Stahl beständen. Dieser Mann verwaltete einst das Amt des Großinquisitors beim Ketzergericht in Venedig. Er war einer von denen, deren Namen allein schon genügten, um den Unglücklichen, die in ihre Hände fielen, Schrecken einzujagen. Eine berühmte geschichtliche Persönlichkeit. Aber in seinen Lebensbeschreibungen finden wir nicht die geringste Andeutung, dass je bei Ausübung seines Amtes oder im privaten Leben ein Schatten von Mitleid für seine Opfer das Herz dieses Mannes gerührt hätte. Nichts konnte ihn in seinem Entschluss, die Unglücklichen, welche in die Gewalt der Inquisition gerieten, zu martern und zu töten, auch nur einen Augenblick wankend machen. Er war ein Mensch, der durch sein ernstes und strenges Leben bekannt war und keinerlei Nachsicht hatte, weder mit sich selbst noch mit anderen. Kalt und mitleidlos war ihm jedes Gefühl für die Leiden anderer fremd. Sein Antlitz hatte das, jetzt muss ich doch mal hier das Fenster schließen, weil der Wind hier durch die Gegend zaust. So, Moment. So. Jetzt ist es für uns ein bisschen leiser hier. Ja, aber wir kommen zurück zu dieser Persönlichkeit hier.
Sein Antlitz hatte das charakteristische Aussehen kalter, unbeweglicher Grausamkeit. Lange, schmale und hohe Nase, vorstehendes spitzes Kinn, hohe und breite Backenknochen, dünne und schmale Lippen gleich einer geraden Linie quer über das Gesicht. Der Schädel etwas flach und breit über den Ohren, während die tiefliegenden, durchdringenden Augen mit dem kalten, stählernden Glanze eines Raubtiers unter den vorstehenden Brauen hervorfunkelten. Ich sah die Phantome von vielen Opfern dieses Mannes wie in einer Prozession hinter ihm einhergleiten, zerschunden und verstümmelt, zerfleischt und blutig infolge der ausgestandenen Martern. Bleiche Gespenster, wandernde Astralbilder, aus denen die Seelen für immer geschieden waren. Schatten, welche aber diesem Manne noch anhingen und sich so lange nicht in ihre Elemente auflösen konnten, als sein Magnetismus sie wie an einer Kette nach sich zog. Die Seele und ihre höheren Elemente hatte diese Gebilde, wirkliche Astralhüllen, für immer verlassen. Es muss so eine Art Astralhülle sein im Jenseits. Dennoch besaßen sie noch einen gewissen Grad von Vitalität, die aber nicht von den befreiten Geistern stammte, die sie einst bewohnt hatten, sondern alleine diesem Manne entzogen wurden. Es waren Gespenster, wie man sie an Orten spuken sehen kann, wo jemand, der zu gut und unschuldig war, um an die Erde gebunden zu bleiben, ermordet wurde. Ihre Mörder und andere halten sie für lebend und glauben, dass sie von ihnen heimgesucht würden. Doch ist das Leben solcher Gespenster oder Schatten nur ein reflektiertes Bild und erstirbt, sobald genügend Reue und Sühne vorhanden sind, um das Band zu trennen, das sie an ihre Mörder kettet. Auch bemerkte ich, dass andere Geister den hilflosen Mann umschwärmten und ihn wegen ihrer früheren Leiden quälten. Diese waren jedoch von ganz anderer Art. Ihre Erscheinung war stofflicher und sie besaßen eine Kraft, Stärke und Intelligenz, wie sie bei jenen anderen nebligen Schatten nicht vorhanden waren. Es waren Geister, deren astrale Hüllen die unsterbliche Seele noch gefesselt hielten, da sie so gemartert worden waren, dass nur der grimme Wunsch nach Rache in ihnen weiterlebte. Diese Geister bemühten sich unablässig, an ihren einstigen Bedrücker heranzukommen, so dass nur der Eiskäfig, in dem sich der Mann befand, ihm als eine Schutzwehr gegen seine Feinde, aber auch zum Gefängnis für ihn selber diente. Einer, der geschickter war als die übrigen, hatte sich eine lange, scharf gespitzte Stange gemacht, die er zwischen den Stäben des Käfigs hindurchstieß, um den Mann darin zu stacheln. Letzterer entwickelte eine staunenerregende Behendigkeit, um der scharfen Spitze zu entgehen. Andere hatten kurze, spitze Wurfspieße, die sie durch die Stäbe nach ihm warfen. Wieder andere bespritzten ihn mit schmutzigem Schlammwasser und manchmal vereinigte sich der ganze Haufen zu einem gemeinsamen Angriff, um die schützenden Stäbe zu durchbrechen. Das gelang ihnen aber nicht. Der Gefangene, der lange Erfahrung die Unverletzlichkeit seines Käfigs gelehrt hatte, verspottete sie in kühler, überlegener Ruhe wegen ihrer fruchtlosen Bemühungen. Auf meine geistig gestellte Frage, ob dieser Mann wohl jemals wieder frei würde, empfing ich von jenem erhabenen Geiste Antwort, dessen Stimme nur selten zu mir gesprochen hatte, seit ich sie zum ersten Mal an meinem Grabe vernahm. Wie bei verschiedenen Anlässen, wo ich um Hilfe oder Rat gebeten hatte, rief er mich auch jetzt aus der Ferne an. Seine Stimme erschallte so laut wie bei den Propheten des Alten Testaments, wenn sie glaubten, der Herr spreche im Donner zu ihnen. In vollen, tiefen Tönen traf diese Stimme mein Ohr. Doch weder der gefangene Geist noch die, welche ihn umschwärmten, vermochten sie zu vernehmen.
Ihre Ohren waren zu taub, um zu hören, und ihre Augen zu blind, um sehen zu können. Die Stimme sprach zu mir: Mein Sohn, behalte die Gedanken dieses Mannes einen kurzen Augenblick im Auge und siehe, welchen Gebrauch er von der Freiheit machen würde, so er frei wäre. Da erkannte ich die Gesinnung dieses Mannes, indem mir seine Gedanken wie in einem Spiegel vor Augen traten. Zuerst kam ihm die Idee, dass er frei werden könne und sich dann die Rückkehr zum Erdenplane erzwingen wolle. Daselbst hoffte er, einige gleichgesinnte Sterbliche zu finden, mit deren Hilfe es ihm möglich wäre, der Menschheit ein noch schwereres Joch aufzuerlegen, eine noch grausamere Schreckensherrschaft, eine noch erbarmungslosere Inquisition, die seinen unterdrückten Opfern den letzten Rest von Freiheit rauben sollte. Er wusste, dass er jetzt eine weit größere Macht als einst auf Erden zu entfalten vermochte, mit einem Körper, der von allen irdischen Fesseln frei war. Seine Absicht war, verwandte Geister als Mitarbeiter um sich zu versammeln, deren Seelen ebenso kalt und grausam waren wie die seinige. Erschienen diese neuen Unternehmungen sehr vertieft zu sein. Der Gedanke, dass er gegen das Wehgeschrei, das Stöhnen und Bitten der Opfer, die er zu Tode martern ließ, stets unbeweglich geblieben war, erfüllte ihn mit Genugtuung. Zur Befriedigung seiner Herrschsucht hatte er gewirkt, und die Vergrößerung seines Ordens musste ihm als Vorwand zu seinen grausamen Handlungen dienen. Niemals war in seinem harten Gemüt ein Funke von Mitleid oder Reue aufgetaucht. Einen solchen Mann zu befreien und ihn zur Erde zurückkehren zu lassen, wäre eine Quelle weit größerer Gefahr, als wenn man das wildeste Raubtier losließe. Da er in der Betätigung seiner Kräfte weit weniger beschränkt wäre. Er wusste nicht, dass seine gepriesene Inquisition, deren todbringende Gewaltherrschaft er noch zu vermehren trachtete, bereits der Vergangenheit angehörte. Und dass sie durch eine Macht, die stärker war als die ihrige, von Gottes Erdboden hinweggefegt worden war. Mit dem schrecklichen Zeitalter, in dem sie sich wie ein giftiges Gewächs entfaltet hatte, war sie verschwunden, um nie wiederzukehren, nie wieder die Menschheit durch Verbrechen zu schänden, die im Namen dessen verübt wurden, der auf die Erde kam, um Liebe und Frieden zu predigen. Aber die Wunden, welche die Inquisition geschlagen, sind noch nicht ganz vernarbt. Ihre Folgen lasten noch immer auf den Menschenseelen, die weder an Gott noch an Unsterblichkeit zu glauben vermögen. Und viele Jahre werden noch vergehen, bis das Gute, Reine und Wahre wieder zur Macht kommen wird und die Menschen zum Glauben an einen Gott der Liebe zurückgeführt werden. Erkältet und betrübt schied ich von diesem frostigen Lande. Ich hatte keine Lust, weitere Geheimnisse darin zu erforschen, obwohl es nicht ausgeschlossen ist, dass ich es später noch einmal besuche. In diesem Lande gab es nichts für mich zu tun und niemanden, den ich verstand. Seine Bewohner machten mich nur erschaudern und beunruhigten mich, während ihnen mein Tun von keinerlei Nutzen sein konnte. Auf meinem Rückweg vom frostigen Land nach dem Zwielichtland bekam ich eine Anzahl ungeheurer Höhlen zu Gesicht, welche die Schlummerhöhlen genannt werden. In diesen lag eine große Menge Geister im Zustande völliger Betäubung, vollständig unbewusst dessen, was um sie herum vorging. Ich erfuhr, dass diese Geister ihr irdisches Leben durch Genuss und Rauchen von Opium selbst verkürzt und sich aller Entwicklungsmöglichkeit auf diese Weise beraubt hatten.
Anstatt in ihrer Entwicklung vorwärts zu schreiten, konnte man das Gegenteil bei ihnen beobachten. Gleich einem Gliede, welches bei Nichtgebrauch verkümmert, waren sie schwach geworden und zurückgeblieben. Sie waren hilfloser als ein ungeborenes Kind und gleich diesem unfähig zu einem selbstständigen und selbstbewussten Leben. In manchem Falle dauert der Schlaf dieser Geister jahrhundertelang. In anderen, wo das Verlangen nach dem Gifte in geringerem Maße befriedigt worden war, mag er 20, 50 oder 100 Jahre wären. Diese Geister lebten, und das war alles. Ihre Sinne waren nicht viel mehr entwickelt als die eines Schwammgewächses, das ohne einen Funken von Intelligenz vegetiert. Doch in ihnen allen lag noch der unsterbliche Seelenkeim, der gleich dem in die Umhüllung einer ägyptischen Mumie eingeschlossenen Saatkorn lebensfähig bleibt und aufgeht, sobald er in günstige Keimverhältnisse gebracht wird. Diese Höhlen, in welche gütige Geisterhände die Ärmsten niedergelegt hatten, waren von lebensspendendem Magnetismus erfüllt. Eine Anzahl anwesender Geister, die im irdischen Leben selbst einen ähnlichen Zustand von Opiumvergiftung durchgemacht hatten, waren damit beschäftigt, Lebenskräfte auf diese betäubten geistigen Körper zu übertragen, die wie tot in Reihen auf dem Boden lagen. Ganz allmählich und im Verhältnis, wie die betreffenden Geister von dem Gifte, das sie im Erdenleben genommen hatten, angegriffen waren, erwachen diese unglücklichen Wesen zum Bewusstsein und zu all den Leiden, die der Morphiumsüchtige erduldet, wenn er das tödliche Gift entbehren muss. In langen Zwischenpausen erwacht bei diesen armen Geschöpfen ein Sinn nach dem anderen, bis sie endlich so weit sind, dass sie wie schwache, kranke Kinder Unterricht empfangen können. Man bringt sie dann in Anstalten, die mit den Asylen für Schwachsinnige auf Erden Ähnlichkeit haben. Dort wird ihr erwachendes Bewusstsein erzogen und in seiner Entwicklung gefördert, bis die Fähigkeiten wiedererlangt sind, die ihnen im Laufe des irdischen Lebens abhanden gekommen waren. Solche armen Seelen schreiten nur sehr langsam vorwärts, da sie nun ohne Unterstützung irdischen Lebens die Aufgaben nachholen müssen, dass sie Letzteres hätte lehren sollen. Anstatt zu lernen, hatten sie gleich den Trunkenbolden nur in viel höherem Grade ihr Gehirn und ihre Sinnesorgane geschwächt und waren den Verpflichtungen aus dem Wege gegangen, die das irdische Leben für die Entwicklung des Geistes jedem Erdenbürger auferlegt. Die Besichtigung der Schlummerhöhlen betrübte mich unaussprechlich. Besonders trug hierzu der Gedanke bei, dass diese unglücklichen Schläfer sich so gar nicht des Wertes der langen Zeit bewusst waren, die sie durch ihren Traum- und hoffnungslosen Todesschlaf verloren. Es erging diesen armen Seelen wie dem Hasen in der Fabel. Während sie schliefen, wurden sie von anderen, die weniger befähigt waren als sie, überholt und mussten sich nun während langer Zeit vergebens bemühen, den Verlust wieder einzubringen. Wenn diese Schläfer endlich wieder erwachen, was für ein Los harret da ihrer? Welch langen Weg müssen sie da zurücklegen, um jene Höhe wieder zu erreichen, von der sie im irdischen Leben gefallen waren? Muss nicht Entsetzen unsere Seele ergreifen, dass es auf der Erde Menschen gibt, welche vom Verkauf des Opiums leben und Reichtümer damit erwerben? Aus dem Handel mit einem Gift, welches vielmehr noch die Seele als den Körper zu zerstören scheint. Und zwar in so hohem Grade,
dass man sich verzweifelt fragen muss, ob für seine Opfer denn überhaupt noch Hoffnung vorhanden ist. Diese furchtbaren Höhlen, diese entsetzeneinflößenden bewusstlosen Geister. Können Worte ein Schicksal ausmalen, das grauenhafter wäre als das ihrige? Ein schließliches Erwachen mit dem Intellekt eines Idioten. Ein jahrhundertelanges allmähliches Wachstum, um endlich wieder in den Besitz von den geistigen Kräften eines Kindes zu gelangen. Und es bedarf der Zeit von vielen Generationen, um das zu lernen, was sie der Zeitraum eines Erdenlebens hätte lehren können. Ich habe sagen hören, dass viele von diesen unglücklichen Wesen, sobald sie die Entwicklungsstufe eines Kindes erreicht haben, auf die Erde zurückgesandt werden, um dort nochmals in einem irdischen Körper die Vorteile genießen zu können, von denen sie früher einen so schlechten Gebrauch gemacht hatten. Jedoch habe ich hiervon nur durch Hörensagen Kenntnis und bin deshalb nicht in der Lage, es als eine Wahrheit zu behaupten. Ich würde mich sehr freuen, wenn es für diese Unglücklichen eine solche Möglichkeit gäbe, durch die sie ihren Entwicklungsprozess abkürzen und das wieder gewinnen könnten, was sie früher auf Erden verloren hatten. Kapitel 10. Wir wissen also, dass Franchezzo ganz dunkel unten angefangen hat, und durch viele dunkle Ebenen geführt wurde, wo er die verschiedenen Zustände der verschiedenen Untugenden, die an den Menschen noch hafteten, beschauen und ertragen lernen musste. Und langsam durch die Liebe einer Frau, die noch auf Erden für ihn betet und für ihn da ist, durch diese Liebe erwacht in ihm die Nächstenliebe. Und er spürt, wie es für ihn wichtiger und wichtiger wird, nicht nur an sich allein zu denken, wie er da am besten durchkäme, sondern indem er das, was er schon gelernt hat, was er schon wissen darf, anderen sagt, sie an der Hand nimmt und sagt, komm, umdenken ist wichtig, lass uns mal einen anderen Weg gehen. Und da haben wir schon so einige arme Seelen getroffen auf dieser Reise und jetzt geht es halt im Kapitel 10 weiter. Er ist vorher jetzt durch einen höheren Geist in eine sehr lichte, schöne Ebene geführt worden, durfte da schon wirklich angenehmere Dinge sehen und kehrt jetzt zu seinem Zwielichtlande zurück. Hier nahm ich für einige Zeit Aufenthalt in meinem Heim. Mit großem Eifer war ich jetzt bemüht, mich selbst und die Kräfte, die in mir waren, immer besser verstehen zu lernen und die Erfahrungen auf meinen Wanderungen zu verwerten. Der Lehrer, welcher mich nun unterrichtete, glich in mancher Hinsicht mir selbst. Er hatte auf Erden ein Leben ähnlich dem meinigen geführt und war durch die niederen Sphären aufgestiegen, so wie ich es gegenwärtig tat. Sein Wohnsitz befand sich in einem herrlichen Lande voll Sonnenschein. Von dort kam er, um die Mitglieder unserer Bruderschaft, die gleich mir seine Schüler waren, zu unterrichten und ihnen zu weiterem Fortschritt behilflich zu sein. Außerdem hatte ich noch einen anderen Lehrer oder Führer. Ich bekam ihn nur hier und da zu Gesicht, der aber einen weit größeren Einfluss auf mich ausübte und mich vielen merkwürdigen Dingen bekannt machte. Da er jedoch einer viel höheren Sphäre angehörte als der andere, war ich nur selten imstande, seine Gestalt wahrzunehmen. Seine Mitteilungen empfing ich meistens auf dem Wege der Gedankenübertragung oder in Form von inspirierten Unterredungen, indem meine geistig gestellten Fragen in derselben Weise beantwortet wurden. Da ich von diesem Geiste zur Zeit meines Aufenthaltes im Zwielichtlande nur eine ganz vage Vorstellung hatte, sehe ich davon ab, ihn jetzt schon näher zu beschreiben. Nachdem ich mich zu einer reineren Sphäre aufgeschwungen hatte, war er meinem Auge deutlich sichtbar.
Obgleich mir sein Anblick damals fast ganz entzogen war, wurde ich mir seiner Gegenwart und Hilfe doch häufig bewusst. Als ich später erfuhr, dass er während meines Erdenlebens mein Schutzgeist gewesen war, konnte ich manche Einfälle sowie einen Teil meines höheren Strebens leicht auf seinen Einfluss zurückführen. Es war auch seine Stimme gewesen, die oft zu mir gesprochen, um mich zu warnen oder zu ermutigen, als ich beim Eintritt in die geistige Welt in meinem damaligen schrecklichen Zustande fast zusammenbrach. In den Tagen der Finsternis bemerkte ich ihn kaum, wenn er in meiner kleinen Zelle ein- und ausging und meine schrecklichen Leiden durch seinen Magnetismus und seine wunderbare Heilkraft linderte. So oft ich von meinem Besuche der dunkleren Sphären zum Zwielichtlande zurückkehrte, hatte ich das Gefühl, als ob ich heimkäme. Denn so kahl und ärmlich mein Zimmer war, enthielt es doch alle meine Schätze. Den Gemäldespiegel, in welchem ich meine Geliebte sehen konnte, die Rose und den Brief, den sie mir einst gesandt. Außerdem hatte ich da selbst Freunde, meine Leidensgefährten. Und wenn wir auch in der Regel allein waren und über unsere früheren Fehler und ihre Folgen nachdachten, so war es ein umso größeres Vergnügen für uns, wenn bei uns ein Freund zu Besuch erschien. Denn wir alle, die wir durch unser Verhalten im irdischen Leben Unehre auf uns gehäuft hatten und nun den rechten Weg suchten, befanden uns in ähnlicher Lage. Dies allein war schon ein Grund zu gegenseitiger Sympathie. Könnte ich euch unser Leben richtig schildern, würde es euch sehr seltsam erscheinen. Es war einem irdischen Leben ähnlich und doch auch wieder unähnlich. So ob wir uns zum Beispiel hungrig fühlten, nahmen wir eine einfache Mahlzeit ein, die man für uns, ich möchte sagen, auf magische Weise bereitete. Oft aber dachten wir eine Woche lang an keine Nahrung. Es sei denn, dass der eine oder andere von uns, der auf Erden Freund eines guten Tisches gewesen war, daran gemahnte. In diesem Falle trat der Wunsch nach Befriedigung des Hungers häufiger und lästiger auf. Was mich anbelangt, so waren meine Gelüste in dieser Beziehung stets mäßig gewesen und weder Essen noch Trinken an sich hatten eine besondere Anziehung auf mich ausgeübt. Stets waren wir von einem Zwielicht umflossen. Nie wechselten dunkle Nacht und heller Tag miteinander ab. Diese Einförmigkeit war ganz besonders für mich, der Licht und Sonne wie ein lebensspendendes Bad empfand, sehr ermüdend. Denn auf Erden lebte ich in einem Lande voll Sonnenschein und Blütenpracht. Gerade so wie ihr verließen auch wir häufig das Haus und ergingen uns in der Umgebung. Zwar konnten wir, wenn wir wollten, auch ein wenig fliegen, aber nicht so gut wie die weiter vorgeschrittenen Geister. Hatten wir aber die Absicht, rasch irgendwo hinzugelangen, so schien unser Wille, uns fast mit Gedankenschnelle dahin zu bringen. Was den Schlaf betrifft, so konnten wir eine lange Zeit zubringen, ohne dessen Bedürfnis zu fühlen. Dann wieder lagen wir und schliefen wochenlang ununterbrochen, zuweilen halb bewusst dessen, was um uns vor sich ging, dann wieder in voller Bewusstlosigkeit. Eine merkwürdige Sache war es mit unserer Kleidung, welche sich gar nicht abzunutzen schien und sich auf eine geheimnisvolle Weise selbst erneuerte. Während meiner ganzen Wanderungen und meines Aufenthaltes in diesem Hause war sie von sehr dunkler blauer Farbe, mit einem gelben Gürtel um die Hüften und einem in den linken Ärmel eingewirkten gelben Anker, unter dem die Worte »Hoffnung währet ewiglich« standen. Die eng anschließenden Unterkleider waren von derselben dunklen Farbe. Die Oberröcke waren lang, wie man sie bei büßenden Bruderschaften oder Mönchen auf Erden sehen kann.
von den Schultern herabhingen Kapuzen, derer wir uns bedienen konnten, wenn wir Kopf und Gesicht vor dem Anblick anderer schützen wollten. Oft kam es vor, dass wir dies zu tun wünschten, denn Leiden und Gewissensbisse hatten häufig eine solche Veränderung an uns hervorgebracht, dass wir froh waren, unser Antlitz vor denen verhüllen zu können, die wir liebten. Die hohlen Augen, die eingefallenen Wangen, die verwüsteten und gebeugten Körperformen, die tiefen Leidenslinien, welche jedes Antlitz durchfurchten, sprachen nur allzu deutlich. Leicht verständlich, dass wir vor lieben Freunden auf Erden und im Geisterlande, die sich noch um unseren Verlust grämten, unsere entstellten Körperformen und Gesichter manchmal zu verbergen suchten. Unser Leben hatte bei der Regelmäßigkeit, mit welcher Studium und Unterricht wie ein Uhrwerk abliefen, etwas Monotones an sich. Den Fortschritt eines jeden Geistes rechnete man nicht nach der Zeit, nach Tagen oder Wochen, sondern nach gewissen Entwicklungsstufen, die er je nach seiner geistigen Begabung in längerer oder kürzerer Frist erreichte. Hatte er eine Aufgabe erfüllt, so war er für eine höhere Klasse in der besonderen Richtung seines Studiums reif geworden. Bei vielen dauert es eine sehr lange Zeit, bis sie die Bedeutung der ihnen zugewiesenen Aufgabe erfassen können. In solchem Falle wird der Geist keineswegs zur Eile gedrängt, wie bei der Erziehungsmethode auf Erden, wo die Zeit zum Lernen allzu kurz erscheint. Als Geist, als Seele hat ein Mensch diese ganze Ewigkeit vor sich und kann stehen bleiben oder weitergehen, wie es ihm beliebt. Er kann Halt machen, wo er sich gerade befindet, und so lange stehen bleiben, bis ihm durch Nachdenken klar geworden, was er tun muss. Dann erst wird er reif für die nächste Stufe. Niemand ist da, der einen Geist weitertreiben würde, als er selbst gehen will. Niemand tritt ihm entgegen, wenn er in unentwickeltem Zustande weiterzuleben wünscht, solange er die Freiheit anderer achtet und sich mit dem einfachen Gesetz im Einklang befindet, das jene große Bruderschaft regiert, dem Gesetz der Freiheit und Liebe für alle. Keiner von uns wurde zum Lernen gedrängt, keiner davon zurückgehalten. Alles geschah aus freiem Willen. Und wenn, wie es oft geschah, jemand diesen Ort zu verlassen wünschte, so konnte er gehen, wohin er wollte, und zurückkehren, wann es ihm beliebte. Die Tore waren niemandem verschlossen, weder dem Gehenden noch dem Kommenden. Und keiner tadelte den anderen wegen seiner Fehler oder Mängel, denn jeder fühlte seine eigene große Schuld. Wie ich erfuhr, sind einige Jahre lang hier geblieben, da die ihnen gestellten Aufgaben schwer erschienen und nur langsam von ihnen bewältigt werden konnten. Andere wieder hatten sich hinwegbegeben und waren so oft zur Lebensweise des Erdenplans zurückgekehrt, dass sie schließlich in die niederste geistige Sphäre herabsanken und sich im Hause der Hoffnung, in welchem ich selbst gewesen war, einer Reinigungskur unterziehen mussten. Zwar waren diese Geister zurückgekommen, aber das war in Wirklichkeit kein Rückschritt, sondern nur eine ihnen notwendige Erfahrung. Denn sie wurden auf diese Weise von dem Wunsche geheilt, die Vergnügungen des Erdenplanes nochmals zu durchkosten. Nur wenige, welche gleich mir einen starken und mächtigen Drang nach vorwärts in sich verspürten, machten rasche Fortschritte und stiegen schneller von Stufe zu Stufe empor. Leider aber gab es nur zu viele, welche aller nur denkbaren Hilfe bedurften, um in ihren Prüfungen aufrechterhalten und getröstet zu werden. Ich selbst war gesegnet durch einen Strom von Liebe und Sympathie, welcher mir fortwährend von meiner Geliebten auf Erden zufloss
und mich seinen Verheißungen kommenden Glücks und endlichen Friedens zu neuen Anstrengungen ermunterte. Es war mein schönes Los, weniger Glücklichen aus dem reichen Schatze meiner eigenen Hoffnungsfreudigkeit mitteilen zu dürfen. Als es mir möglich wurde, eine längere Zeit auf Erden bei meinem Liebling zuzubringen, während der sie sich meiner Gegenwart vollkommen bewusst wurde, da eröffnete sich mir eine Quelle neuer Freude. Bei allen meinen Wanderungen hatte ich noch so viel Zeit, um zur Erde zu gehen und nach ihr zu sehen, obwohl ich für sie noch fast gänzlich unsichtbar war. War sie jetzt jedoch imstande, meine Anwesenheit zu bemerken und den Druck meiner Hand zu empfinden. Wir saßen dann wieder Seite an Seite nebeneinander, wie einst in den vergangenen Erdentagen. Sie sprach zu mir und vermochte meine Antwort ziemlich gut zu verstehen. Sogar meine Gestalt konnte sie, wenn auch undeutlich, zuweilen erkennen. Was war es doch für eine merkwürdige Sache, dieser feierliche Ernst und diese traute Lieblichkeit, die über dem Verkehr zwischen der Lebenden und dem Toten walteten. Wenn ich zu ihr kam, das Herz voll Qual und bitterer Reue über das Vergangene, da war es die Gewissheit, dass sie mich trotz allem liebte, die mein Gemüt besänftigte und mir neuen Mut gab, weiterzukämpfen. Aus der Trostlosigkeit unseres Lebens erwuchs uns in jenen seltsamen Zusammenkünften Glaube und ein Vertrauen auf die Zukunft, wie es keine Worte zu schildern vermögen. Ich beobachtete, wie sie ihre Fähigkeiten entwickelte, die wahrhaft wunderbaren Gaben, die sie besaß und die so lange brachgelegen hatten, zu gebrauchen, während sie selbst hoch erfreut war zu sehen, wie der Schleier, der mich von ihr trennte, immer mehr gelüftet wurde. In der geistigen Welt gibt es viele einsame Seelen, die auf die Erde zurückkehren und kundtun möchten, dass sie noch leben, noch an ihre Hinterbliebenen denken, die noch an deren Kämpfen Anteil nehmen und fähig sind, wie früher, vielleicht sogar noch besser, zu raten und zu helfen, wenn sie nicht durch die Schranken des Fleisches davon abgehalten würden. Ich habe durchaus viele Geister gesehen, die noch am Erdenplane hingen, obgleich sie sich in einer reineren Sphäre hätten aufhalten können. Wegen ihrer Lieben, die sie in den Versuchungen der Erde und in tiefster Trauer um ihren Tod zurückgelassen hatten, verzichteten sie aber hierauf, immer in der Erwartung einer Gelegenheit, die es ihnen ermöglichen würde, den geliebten Sterblichen von ihrem Dasein und ihrer treuen Liebe Kunde zu geben. Könnten solche Geister mit ihren Angehörigen in Verbindung treten, wie es auf Erden Freunde tun, wenn einer von ihnen nach einem entfernten Lande gehen und den anderen zurücklassen muss? Fürwahr, es gäbe keine so hoffnungslose Trauer, wie ich sie so häufig beobachtet habe. Wenn auch die Zeit und liebreiche Engel den Gram der meisten Sterblichen lindern, wäre es nicht ein glücklicherer Zustand für beide Teile, für die Menschen wie für die Geister, könnten sie noch wie ehemals bewussten Verkehr miteinander pflegen? Ich traf Geister in Sorge und Verzweiflung darüber, dass es ihnen nicht gelang, von ihren Geliebten einen Blick oder Gedanken aufzufangen, der ihnen gezeigt hätte, dass ihre Gegenwart gefühlt und sie verstanden wurden. Sie warfen sich in ihrer Hoffnungslosigkeit vor den Sterblichen nieder und suchten ihre Hände, ihre Kleidung, irgendetwas zu erfassen. Die Geisterhand jedoch war unfähig, die Sterbliche zu ergreifen, das irdische Ohr taub für die Stimme des Geistes. Nur
ein Gefühl der Trauer und ein starkes Verlangen, den Verstorbenen wiederzusehen, wurde günstigen Falles geweckt. Nicht aber auch die bestimmte Empfindung, dass der sogenannte Tote wirklich zugegen war. Es gibt auf Erden kein solches Gefühl der Verzweiflung. Dass der Verzweiflung eines Geistes gleichkommt, wenn ihm zum ersten Mal mit voller Wucht die Bedeutung der Schranke zum Bewusstsein kommt, die der Tod zwischen ihm und der Welt der Sterblichen errichtet hat. Ist es da zu verwundern, wenn auf der geistigen Seite des Lebens von denen, welche die trauernden Seelen aufzurichten suchen, alle Mittel ergriffen werden, um diese Schranken zu beseitigen, um die Tore weit zu öffnen, damit Menschen und Engel auf Erden miteinander verkehren können, wie in den Tagen der grauen Vorzeit, als die Welt noch sehend war. Gewiss ist in spiritistischen Kundgebungen so manches Triviale enthalten. Gewiss ist vieles albern, unsinnig, manches gemein und gefährlich und vieles sonderbar. Ebenso wenig wird bestritten, dass es innerhalb der Bewegung betrügerische Medien, leichtgläubige Narren und eingebildete Egoisten gibt. Aber ist das nicht immer der Fall gewesen, wenn neu entdeckte Wahrheiten allgemeine Anerkennung suchen? So plump und unsinnig vieles scheinen mag, sollte man es nicht lieber entschuldigen mit Rücksicht auf die Tatsache, dass es Versuche sind, die Tore der Geisteswelt zu öffnen und der sorgenbeladenen Erde das Licht aus ihrer Sphäre zu erschließen. Man kann die falschen und verkehrten Anstrengungen tadeln, aber man suche nach Erfahrung, um sie verbessern zu können. Man unterstütze diejenigen, welche nach höheren Dingen streben, anstatt sie zu verspotten und zu unterdrücken. Und man erkenne ihre Anstrengungen an, als das, was sie in Wirklichkeit sind. Die Versuche, einer unsichtbaren Welt den Schleier zu lüften, der die geliebten Toten unseren Blicken verhüllt. Ich möchte dazu noch etwas sagen. Über die spiritistischen Sitzungen haben wir schon häufig gesprochen und es bleibt auch dabei, es ist dringend abzuraten davon, weil eben viele Gefahren lauern können, die Diesseitige nicht erkennen können. Wie zum Beispiel, dass sich eben auch bei gutwollendem Mitteilen wollen von jenseitigen Seelen Üble dazwischen schalten können und nicht nur falsche Informationen an die Lebenden weitergeben können, was sie in der Regel gerne tun, sodass also der Informationsgehalt sowieso immer mit Vorsicht zu betrachten ist, sondern vor allem eben auch möglicherweise den Lebenden direkten Schaden zufügen können, indem sie sich mehr oder weniger anhaften, also eine Art Besetzung vornehmen. Deswegen ist wirklich davon abzuraten. Aber wozu zu raten ist, ist die Öffnung des Geistes für diese Themen. Also wenn wir sehen, wie leider, wir haben jetzt Karfreitag und Gründonnerstag in den Abendgebeten, in den Podcasts ja über die Rolle der Kirche, was die Aufklärung angeht, nicht nur zur Sühneopferlehre, sondern eben vor allem auch zur Reinkarnationslehre, dass diese Rolle unrühmlich ist. Denn es wird den Menschen vorenthalten, dass es weitergeht nach dem irdischen Tod. Es wird im Gegenteil sogar als Teufelszeug nicht selten verworfen oder gewarnt davor, sodass viele Menschen sich an die Themen nicht herantrauen. Solche Bücher wie Franchezzo oder auch Die blaue Insel, das wir gelesen haben, vor allem aber immer wieder die drei Bände im Lichte der Wahrheit, sind sehr dazu geeignet, den Menschen die Augen und die Sinne zu öffnen, um klarzustellen, dass das Dies und Jenseits nicht etwa völlig verschiedene Ebenen sind, sondern ineinander verschwimmen, zerfließen. Dass Dies und Jenseits gehört zusammen. Und würden wir mehr sehen können mit unseren irdischen Augen, also würden wir feinstoffliche Wesen und feinstofflichere Wesen
sehen können. Wir wären erstaunt, wie wenig alleine wir sind. Wir sind nämlich niemals alleine. Es sind immer Helfer bei uns. Es sind immer auch Verstorbene bei uns, die uns helfen wollen. Oder eben, wie Franchezzo es auch beschrieben hat, liebende Verwandte, die schon zu Lebzeiten versucht hatten, uns zu helfen und aus dem Jenseits diese Bestrebungen noch einmal verstärken. Wenn wir anfangen, diese Dinge wahrzunehmen und für möglich zu halten, nach dem Satz von Jesus, der sinngemäß gesagt hat, werdet wie die Kinder, dann könnt ihr kommen oder dann erst werdet ihr kommen können in das Reich meines Vaters, in den Himmel. Wenn wir das beherzigen, dann sind wir vorbereitet und kommen da drüben, wenn es eines Tages soweit ist, eben nicht blind und taub an in der Dunkelheit, so wie Franchezzo, sondern wir kommen in beleuchtete, lichte Ebenen, weil wir vorbereitet sind. Und jetzt mal ganz ehrlich, welchen Nachteil haben wir denn, wenn wir uns mit den Themen beschäftigen? Gar keinen. Wir bekommen Wissen dazu. Uns wird nichts weggenommen. Oder will irgendeiner sagen, dass es eine tröstende Hoffnung ist, wenn nach dem irdischen Tod alles vorbei ist? Nein, natürlich nicht. Die tröstende Hoffnung ist, dass es weitergeht und dass wir uns weiterentwickeln dürfen. Und dass wir dieses Wissen entwickeln sollten. Kapitel 11. Ja, also Franchezzo ist wieder auf verschiedenen Ebenen unterwegs gewesen und ist auch in Zusammenkünfte geholt worden. Und um diese Zusammenkünfte geht es jetzt in Kapitel 11 weiter. Zu diesen Zusammenkünften ging ich stets in Begleitung jenes erhabenen Geistes, von dem ich bereits gesprochen habe und dessen Name mir nun bekannt geworden war. Es war Arinziman, ein Führer aus dem Osten. Da ich ihn jetzt deutlicher sehen konnte, will ich ihn hier beschreiben. Ein stattlicher Mann von majestätischem Äußeren, angetan mit weißen, von gelb umsäumten, wallenden Gewändern und einem gelben Gürtel um die Hüften. Seine Haut hatte jene bräunliche Färbung, wie sie für die Orientalen charakteristisch ist. Die Gesichtszüge trugen den Stempel der Offenheit und waren ähnlich denen, welche man bei den Statuen des Apollo findet, wenn auch ihr eigenartiger östlicher Ausdruck sie etwas verschieden vom griechischen Typus erscheinen ließ. Seine Augen waren groß, dunkel, sanft und weich, wie die einer Frau. Doch in ihren Tiefen brannte ein verborgenes Feuer und eine Glut, die zwar von seinem starken Willen beherrscht wurde, seinem Blick und Mienenspiel aber dennoch eine große Wärme und Kraft verlieh. Dieser Gesichtsausdruck verriet mir, wie sehr er in seinem irdischen Leben alle Süßigkeiten einer großen Liebe und alle Leiden eines starken Hasses gekostet haben mochte. Jetzt waren seine Leidenschaften gereinigt von allen irdischen Schlacken und dienten nur noch als Verbindungsglieder zwischen ihm und jenen, die gleich mir mit ihrer niederen Natur noch im Kampfe lagen. Ein kurzer schwarzer Bart bedeckte Wangen und Kinn und sein schwarz gewelltes langes Haar hing ihm über die Schultern herab. Seine Gestalt, obwohl groß und stark, besaß doch die ganze Geschmeidigkeit und biegsame Grazie der östlichen Rasse. Denn so ausgesprochen ist die Eigenart eines jeden Volkes, dass selbst der Geist noch die Spuren seiner irdischen Nationalität an sich trägt. Obgleich Jahrhunderte vergangen waren, seit Arinziman seinen irdischen Körper verlassen hatte, waren doch die Merkmale, welche die östlichen Völker von den westlichen unterscheiden, bei ihm noch nicht verschwunden. Dieser Geist glich einem irdisch sterblichen Menschen
und war einem solchen durch den blendenden Glanz seines Körpers und Gesichtes dennoch so unähnlich, dass keine Worte jemals die seltsame Feinheit eines solchen Körpers schildern könnten. Nur wer einen Bewohner der höheren Sphären mit eigenen Augen gesehen hat, kann sich eine richtige Vorstellung davon machen. Schon während seines irdischen Lebens war Arinziman tief in die Geisteswissenschaften eingedrungen. Nach seinem Eintritt in die geistige Welt hatte er dieses Wissen bis zu einem solchen Grade vermehrt, dass es mir schien, als ob seiner Macht keine Grenzen gesetzt wären. Gleich mir, von heißem, leidenschaftlichem Temperament, hatte er während der langen Jahre seines geistigen Lebens gelernt, alle seine Leidenschaften zu meistern. Nun stand er auf seiner machtvollen Höhe, von der er immer wieder niederstieg. Umringenden Geistern, die bereit waren, ihre Schwäche zu bekämpfen, Hilfe zu bringen. Ein anderer, der nicht selbst gefallen gewesen war, hätte wohl vergebens zu uns gesprochen. Bei aller Güte und Hilfsbereitschaft besaß er jedoch eine Willenskraft, gegen die man umsonst anzukämpfen suchte, wenn er sie zu gebrauchen für nötig fand. Ich selbst habe bei mehr als einer Gelegenheit beobachtet, wie er einige der wilden, leidenschaftlichen Wesen, unter denen er wirkte, zur Ruhe brachte, wenn sie im Begriffe standen, sich oder anderen Schaden zuzufügen. Sie wurden von ihm festgebannt und unfähig gemacht, ihre Glieder zu bewegen, obgleich er sie niemals berührte. Nur durch seinen mächtigen Willen, um vieles stärker als der ihrige, wurden sie zeitweise gelähmt und damit unfähig zu jedem Widerstand. Dann erörterte er mit ihnen in gütiger, offener Weise den Gegenstand des Streites und zeigte ihnen mit Hilfe seines wunderbaren Erkennens die volle Tragweite dessen, was ihr Tun für sie selbst und andere zur Folge haben musste. Danach löste er den Bann und stellte ihnen jetzt, wo sie unterrichtet waren, frei, die beabsichtigte Sünde zu begehen oder nicht. Selten sah ich einen, der nach einer solch ernsten Warnung darauf bestand, seinen eigenen Weg zu gehen. Ich selbst wurde stets für einen sehr willensstarken Menschen gehalten, der nicht leicht von einem gefassten Entschluss abstand. Aber diesem Geiste gegenüber fühlte ich mich schwach wie ein Kind. Und mehr als einmal habe ich mich vor seiner Macht gebeugt. Hier möchte ich nochmals betonen, dass der Mensch in der geistigen Welt frei ist. Er darf seinen eigenen Neigungen und Begierden folgen, wenn er will, und es nicht vorzieht, den guten Rat anzunehmen, den man ihm gibt. Das Maß aber, in dem ein Geist die Rechte anderer verletzen kann, ist bedingt durch den Grad von Gesetz und Ordnung, die in der Sphäre herrschen, zu der er gehört. In der allerniedrigsten Sphäre, wo kein anderes Gesetz regiert als das Gesetz des Stärksten, kann jeder tun, was ihm beliebt. Man kann jemanden beleidigen oder knechten bis zur äußersten Grenze des Erträglichen. Aber ein Stärkerer wird mit diesem ebenso verfahren. Der unfreieste Sklave auf Erden ist weniger unglücklich als jene, die ich in der allerniedersten Sphäre gesehen habe. Dort herrscht kein Gesetz und dort leben nur solche Geister, die jedes Gottes- und Menschengesetz missachtet haben und nur sich selbst Gesetz waren, indem sie ihre Mitmenschen in schrankenlosester Weise bedrückten und ihnen Übles zufügten. Ich will diese Sphären kurz beschreiben. Es scheint, dass hier, so stark, grausam und hart ein Geist auch sein mag, sich stets ein anderer findet,
der noch stärker, noch grausamer, noch böser und tyrannischer ist, um ihn zu bedrücken. Bis man schließlich bei jenen anlangt, von denen es heißt, dass sie in der Hölle regieren, bei den Königen des Bösen. So geht es weiter, bis zuletzt das Böse in höchster Potenz sich selbst kuriert. Der Bösartigste und Herrschsüchtigste wird sich schließlich nach anderen Zuständen sehnen. Er wird wünschen, die Wirksamkeit irgendeines Gesetzes aufzuhalten oder sonst eine Kraft unter seine Herrschaft zu bringen, die er als höhere ahnt. Dieses Gefühl ist das erste Verlangen nach einem besseren Leben. Für die Brüder der Hoffnung, die als Helfer in diese dunklen Sphären ausgesandt werden, bildet es den ersten Angriffspunkt, um einem solchen Geiste den Gedanken einer noch möglichen Besserung einzuprägen. In dem Verhältnis, wie er dann aufwärts schreitet, findet er auf jeder Stufe der Entwicklungsleiter einen höheren Grad von Gesetz und Ordnung, in die er sich schicken muss, wie er auch von anderen erwarten darf, dass auch sie sich fügen, wo die Gesetze es erheischen. Eine vollkommene Beobachtung der höchsten Moralgesetze findet sich nur in den reinsten Sphären. Aber es gibt viele Abstufungen bis dahin, und wer die Rechte anderer achtet, wird die Erfahrung machen, dass auch seine Rechte geachtet werden. Derjenige, welcher die Rechte seines Nachbarn mit Füßen tritt, muss sich von einem Stärkeren als er treten lassen. In der geistigen Welt ist der Mensch in jeder Hinsicht frei. Er kann fleißig oder träge sein, Gutes oder Böses tun, Segen oder Fluch auf sich herabziehen. So wie er ist, wird sich seine Umgebung gestalten. Die Sphäre, für die er reif ist, wird stets die höchste für ihn sein, bis er durch eigene Anstrengungen würdig geworden ist, Bewohner einer höheren zu werden. So bedarf das Gute keines Schutzes gegen das Böse in der geistigen Welt. Die Verschiedenheit der Veranlagung selbst errichtet eine unübersteigliche Schranke zwischen ihnen. Die Oberen können zwar, wenn sie es wünschen, stets herabsteigen, um die Tieferstehenden zu besuchen oder ihnen beizustehen. Zwischen ihnen und den niederen Geistern aber ist eine breite Kluft, die letztere nicht zu überschreiten vermögen. Nur auf der Erde und auf anderen Planeten mit materiellem Leben kann eine Vermischung von guten und bösen Einflüssen bei fast gleicher Stärke bestehen. Ich sagte mit fast gleicher Stärke, denn sogar auf der Erde besitzt das Gute die größere Macht. Es sei denn, dass der Mensch durch die Hingabe an seine niedere Natur sich dieser Macht selbst entäußere. In den Tagen des Altertums, als der Mensch in seinem Gemüte noch einfältig war, gleich einem Kinde, stand er, ohne es zu wissen, in innigster Verbindung mit der geistigen Welt. Jetzt aber haben sich die Menschen dieser Welt entfremdet und gleichen nun den Matrosen auf einem schwankenden Boote, welche diese Verbindung durch Nacht und Nebel wieder suchen. Freundliche Lotsen aus dem Geisterreiche sind bereit, ihnen hierbei Hilfe zu leisten und sie zu jenem strahlenden Lande zu geleiten, von wo sie einen Schatz von Licht und Hoffnung den müden Kämpfern auf der Erde zurückbringen sollen. Nach ungefähr 3 Monaten wurde ich von Arinzimann aufgefordert, mich auf eine große Veränderung vorzubereiten, die in meinen Verhältnissen vor sich gehen würde. Es handele sich um einen Übertritt in eine höhere Sphäre. Ich habe von mehreren Geistlehrern gehört, dass die Sphären in verschiedene Abteilungen zerfallen. Doch ist es nicht von allzu großer Bedeutung zu wissen,
ob sie alle nach demselben Plane eingeteilt sind oder nicht. Ihre Unterabteilungen gleichen gewissermaßen Ländern, deren Grenzgebiete unmerklich ineinander übergehen. Die Veränderungen bei Land und Leuten drängen sich dem Beobachter auf der Durchreise von selbst auf. Einige werden daher berichten, dass es 7 Sphären gibt und dass die letzte davon den Himmel bedeutet, von welchem in der Bibel die Rede ist. Andere werden behaupten, dass es 12 Sphären seien. Und wieder andere werden noch größere Zahlen nennen. Jede Sphäre ist indessen gewöhnlich in 12 Kreise eingeteilt, obwohl auch hier wieder einige Geister anders rechnen, wie ja auf Erden die Normalmaße ebenfalls verschieden sind, während der gemessene Gegenstand stets derselbe bleibt. Ich für meine Person bin gewöhnt, mit 7 Sphären oberhalb der Erde und 7 Sphären innerhalb derselben zu rechnen, indem ich die Ausdrücke oberhalb und innerhalb zur Bezeichnung der jeweiligen Nähe oder Entfernung von der großen Zentralsonne unseres Sonnensystems gebrauche. Der Sonne zunächst befindliche Anziehungspunkt, gleichwohl noch innerhalb der Erdsphären, ist als die höchste Grenze des für uns Erreichbaren gedacht, während der am weitesten von ihr entfernte Punkt unsere niederste oder verkommenste Sphäre bezeichnet. Jede Sphäre ist dann wieder in 12 Kreise eingeteilt, die so innig untereinander verbunden sind, dass man fast unmerklich von einem in den anderen gelangt. Ich hatte seither auf dem sogenannten Erdenplan gelebt, der gleich einem großen, breiten Gürtel die Erde umgibt und ihre Atmosphäre durchdringt. Dieser Erdenplan umfasst von den 7 Sphären oberhalb und innerhalb der Erde je die erste. Der Ausdruck Erdenplan wird gewöhnlich bei der Beschreibung der Wohnorte von Geistern gebraucht, welche noch in höherem oder geringerem Maße erdgebunden sind, weil es ihnen nicht möglich ist, tiefer zu sinken, als es die irdischen Anziehungen gestatten, noch sich von diesen Einflüssen ganz zu befreien. Man sagte mir, dass ich meine physischen Begierden überwunden und mich von den Anziehungen der Erde so weit befreit habe, um in die zweite Sphäre übergehen zu können. Der Übergang aus dem Kreise einer niederen Sphäre in den einer höheren vollzieht sich meistens, doch nicht immer, während eines tiefen Schlafes, der genau dem Todesschlaf eines Menschen gleicht, wenn er den irdischen Körper verlässt. Im gleichen Verhältnis, wie ein Geist vorwärts schreitet und ätherischer wird, ist diese Umwandlung von einem entsprechend höheren Grade von Bewusstsein begleitet, bis schließlich das Aufsteigen von einer hohen Sphäre zu einer noch höheren nur noch dem Vertauschen eines Gewandes mit einem etwas feineren gleicht, in dem eine geistige Hülle abgelegt wird und eine andere, ätherischere zum Vorschein kommt. Auf solche Weise steigt die Seele aufwärts, indem ihre Hülle immer weniger irdisch, immer weniger materiell wird, bis sie über die Grenzen der Erdsphären hinaus in den Bereich der Sonnensphären gelangt. Bei der Rückkehr von einem meiner Besuche auf der Erde geschah es, dass mich ein seltsames, ungewohntes Schlafgefühl überkam, welches mehr einer Gehirnlähmung als gewöhnlichem Schlafe ähnlich war. Ich zog mich in mein kleines Zimmer in Zwielichtlande zurück und als ich mich da selbst auf mein Ruhebett geworfen hatte, sank ich sofort in einen traumlosen, todesähnlichen Schlummer. In diesem bewusstlosen Zustande lag ich ungefähr 2 Wochen nach irdischer Zeitrechnung. Während seiner Dauer verließ meine Seele den entstellten Astralkörper, um gleich einem neugeborenen Kinde in einer schöneren und
reineren geistigen Hülle zum Vorschein zu kommen, die sich infolge meiner Bemühungen, das Böse zu überwinden, gebildet hatte. Jedoch wurde ich nicht als Kind, sondern als ausgewachsener Mann geboren, wie ja auch meine Erfahrungen und mein Wissen die eines reifen Geistes gewesen waren. Es gibt Sterbliche, deren Lebenserfahrungen so beschränkt sind, deren Geistesfähigkeiten so wenig gepflegt wurden und deren Naturen so einfach und kindlich sind, dass sie nur als Kinder in die geistige Welt geboren werden können. Einerlei, wie viele Jahre irdischen Lebens sie gezählt haben mögen. Dies war jedoch bei mir nicht der Fall. Als ich mich in meinem neuen Zustand betrachtete, fand ich, dass auch mein geistiger Körper auf die Altersstufe schließen ließ, die ich im irdischen Dasein erreicht hatte. Unter dem Beistand geistiger Freunde ging meine wiedergeborene Seele in völlig bewusstlosem Zustande in die zweite Sphäre über, wo ich in traumlosem Schlummer liegen blieb, bis die Zeit des Erwachens herannahte. Die Astralschale, welche ich verlassen hatte, wurde durch die Kraft dienstbereiter Geister in die Elemente der Materie des Erdenplanes aufgelöst. Genauso wie mein irdischer Leib, den ich bei meinem ersten Tode verließ, zu Erde wurde, von der er genommen war. Staub wird wieder zu Staub, während die unsterbliche Seele in einen höheren Zustand hineingeboren wird. So ging ich durch meinen zweiten Tod und erwachte zur Auferstehung meines höheren Selbst. Das nächste Kapitel heißt Tagesanbruch, beziehungsweise ist es der nächste Buchteil. Als ich nach todähnlichem Schlafe in der geistigen Welt zum zweiten Male zum Bewusstsein kam, befand ich mich in einer anderen, viel angenehmeren Umgebung. Hier herrschte wenigstens Tageslicht. Wenn dieses Licht auch nur ein trübes war, so erschien mir dieser Wechsel doch als eine beglückende Veränderung gegenüber dem schrecklichen Zwielicht und der dunklen Nacht, in der ich seither gelebt hatte. Ich lag in einem netten, einem irdischen ganz ähnlichen Zimmerchen auf einem kleinen Bett von weichem, weißem Flaum. Ein großes Fenster, welches sich dem Lager gegenüber befand, gestattete einen Blick in eine beträchtliche Ferne, auf Berge und hügeliges Land. Zwar waren weder Bäume noch Sträucher zu sehen, auch mit Ausnahme von etwas hier und dort zerstreut blühendem Unkraut keine Blumen. Doch selbst diese ärmliche Vegetation wirkte belebend auf das Auge. Anstatt des harten, kahlen Bodens des Zwielichtlandes hatten wir hier einen grünen Teppich von Farn und Gras, der die Erde bedeckte. Diese Gegend wurde das Land der Dämmerung genannt. Die Beleuchtung glich tatsächlich der Dämmerung vor Tagesanbruch, wenn die Sonne am Horizont emporsteigt, um die Erde mit ihren Strahlen zu erwärmen. Ein schwaches Blaugrau färbte den Himmel und weiße Wölkchen, die in der Ferne als stillstehende, mächtige Luftgebilde erschienen, jagten hier in der Nähe unter dem Himmel dahin. Hier gab es Abwechslung, Wolken und Sonnenschein. Obgleich die Ausstattung des Zimmers, in dem ich mich befand, keineswegs luxuriös zu nennen war, machte sie doch einen recht behaglichen Eindruck. Sie erinnerte mich an das Innere eines Landhauses auf der Erde. Wenn auch nichts auffallend Schönes darin vorhanden war, so enthielt es doch alles, was zur Gemütlichkeit beitragen konnte und machte nicht jenen kahlen, gefängnisähnlichen Eindruck meiner früheren Wohnungen. Einige Bilder, Szenen aus meinem irdischen Leben darstellend, deren Anblick
angenehme Erinnerungen in mir wachriefen, bereiteten mir großes Vergnügen. Und welche Freude, da bemerkte ich auch meinen Gemäldespiegel, meine Rose und den Brief, alle meine Schätze. Ich richtete meine Aufmerksamkeit auf den Spiegel, um zu sehen, was wohl mein Liebling jetzt mache. Sie schlief. Und auf ihrem Gesichte stand ein glückliches Lächeln, als ob ihr in Träumen mitgeteilt würde, dass mir etwas Gutes widerfahren sei. Dann trat ich zum Fenster und schaute hinaus auf die langen Hügelreihen, die baumlos und nur mit Gras und Farn bewachsen vor mir lagen. Lange betrachtete ich diese Landschaft. Sie war einer irdischen ähnlich und doch wieder unähnlich. So eigenartig, kahl und doch so friedevoll. Meine Augen, durch den Aufenthalt in den niederen Sphären dieses Anblicks längst entwöhnt, erfassten mit Freude dieses Bild. Der Gedanke, dass ich nun zu einem neuen Leben erwacht war, erfüllte mich mit inniger, unaussprechlicher Dankbarkeit. Schließlich wandte ich mich vom Fenster ab. Indem ich in meiner Nähe so etwas wie einen Spiegel bemerkte, schaute ich hinein, um zu sehen, was für eine Veränderung wohl mit mir vorgegangen sein mochte. Mit einem Ausruf der Überraschung und Freude prallte ich zurück. War es möglich? War das mein Antlitz, das ich hier erblickte? Ich schaute und schaute wieder. War ich es wirklich? Ei, ich war ja wieder jung geworden. Ich sah aus wie ein Mann von höchstens 35 Jahren, so wie in meinem besten Alter auf Erden. In jenem Zwielichtlande erschien mein Äußeres so alt, hager und elend, dass ich es vermieden hatte, mich zu betrachten. Ich hatte damals weit schlechter ausgesehen, als es jemals auf der Erde der Fall hätte sein können, auch wenn ich 100 Jahre alt geworden wäre. Nun aber war ich jung. Ich hob meine Hand. Sie war fest und frisch wie mein Gesicht. Eine genauere Besichtigung meines Selbst befriedigte mich noch mehr, denn ich war in jeder Hinsicht wieder ein junger Mann, in der Blüte seiner Kraft. Doch nicht so, wie ich einst gewesen. Nein, es lag ein Ernst in meinem Gesichte, ein gewisser Ausdruck, der die Leiden andeutete, die ich hatte ausstehen müssen. Ich wusste, dass ich niemals wieder die sorglose, überschäumende Freude der Jugend zu empfinden vermochte, denn ich konnte nicht wieder zurückgehen und das werden, was ich früher gewesen war. Die Bitterkeit meines vergangenen Lebens stieg wieder vor mir auf und tat meinen heiteren Gedanken Einhalt. Die Reue über meine früheren Sünden machte sich jetzt auch wieder bemerkbar und warf ihre Schatten selbst auf die Freude dieses Erwachens. Niemals können wir das vergangene Erdenleben so auslöschen, dass keine Spur mehr von ihm dem Geiste anhaftet. Ich habe gehört, dass sogar Geister, welche viel weiter vorgeschritten sind, als ich es zu dieser Zeit war, noch die Wundmale ihrer früheren Sünden und Sorgen an sich tragen. Male, welche nur sehr langsam in den großen Zeitläufen der Ewigkeit verschwinden werden. Mir war große Freude und eine wunderbare Erfüllung meiner Hoffnungen zuteil geworden. Dennoch drang der Schatten der Vergangenheit zu mir, und sein schwarzer Mantel lastete schwer auf der Seligkeit selbst dieser Stunde. Während ich so über die Verwandlung nachdachte, die ich durchgemacht hatte, öffnete sich die Türe und ein Geist glitt herein. Er war wie auch ich jetzt mit einem langen Gewand von dunkelblauer Farbe mit gelber Einfassung bekleidet und trug auf dem Ärmel das Zeichen unseres Ordens.
Der Zweck seines Erscheinens war, mich zu einem Feste einzuladen, das mir und anderen zu Ehren, die in letzter Zeit aus der niederen Sphäre angekommen waren, veranstaltet werden sollte. »Alles ist einfach hier«, sagte er, »auch unsere Feste. Doch das Salz der Freundschaft wird das Fest würzen, und der Wein der Liebe wird euch alle erfrischen. Heute seid ihr unsere Gäste, und wir alle erwarten euch, um euch willkommen zu heißen, als solche, die einen schweren Kampf gekämpft und einen würdigen Sieg davongetragen haben.« Hierauf nahm er mich bei der Hand und führte mich in eine geräumige Halle mit vielen Fenstern, die einen weiten Ausblick auf die Berge und einen großen, still und friedlich daliegenden See gewährten. Lange Tafeln waren daselbst zu einem Festmahl aufgestellt und um sie herum standen Stühle für uns alle. Es waren kürzlich mehrere hundert Brüder mit mir angekommen, und etwa 1000 andere befanden sich bereits seit einiger Zeit hier. Diese gingen von einem zum anderen, indem sie die Neuangekommenen herzlich begrüßten. Hie und da erkannte einer einen alten Freund oder Kameraden oder jemanden, dem er in den niederen Sphären Beistand geleistet oder von dem er solchen empfangen hatte. Alle erwarteten die Ankunft des Vorstandes der Brüderschaft in dieser Sphäre, welcher der Großmeister genannt wurde. Plötzlich sah man, wie sich die breiten Türen an dem einen Ende der Halle von selbst öffneten und eine Prozession ihren Einzug hielt. Voraus schritt ein sehr stattlicher, erhabener Geist in reichen Gewändern. Von jenem Blau, welches man bei den Gemälden der Jungfrau Maria beobachten kann. Diese Gewänder waren weiß gefüttert und mit Gelb eingefasst, während eine weiß gefütterte, gelbe Kapuze ihm von der Schulter herabhing. Auf dem Ärmel bemerkte man das eingestickte Symbol der Brüderschaft zur Hoffnung. Hinter diesem Mann kamen etwa 100 Jünglinge, die alle in Weiß und Blau gekleidet waren und Lorbeerzweige in ihren Händen trugen. Am oberen Ende des Saales befand sich ein prächtiger Lehnsitz mit weiß-blau-gelbem Baldachin, wo der Großmeister Platz nahm, nachdem er uns alle begrüßt hatte. Die Jünglinge ließen sich in einem Halbkreise hinter ihm nieder. Nach einem Dankgebet zu Gott, dem Allmächtigen, für uns alle, wandte sich der Meister mit folgenden Worten an uns. Meine Brüder, ihr, die ihr hier versammelt seid, um diese Pilger, welche in unserem Hause zur Hoffnung für einige Zeit Ruhe und Frieden, Freundschaft und Liebe finden sollen, willkommen zu heißen, und auch ihr, unsere wandernden Brüder, die wir als Sieger im großen Kampfe gegen Selbstsucht und Sünde ehren wollen. Euch allen entbieten wir unseren herzlichsten Gruß und bitten euch, empfanget als Mitglieder unserer großen Brüderschaft die äußeren Zeichen unserer Ehrung, die wir euch darbringen, weil ihr sie redlich verdient habt. Das hohe Glücksgefühl, das eure Seele jetzt durchzieht, möge euch veranlassen, in brüderlicher Liebe die Hände zu reichen, allen Sorgenden und Ringenden, die ihr in der Dunkelheit des Erdenlebens und in den Sphären des Erdenplanes zurückgelassen habt. Wie ihr selbst hinfort immer edlere Siege feiern werdet, so suchet auch anderen immer mehr und mehr zu geben von der vollkommenen Liebe unseres großen Ordens, dessen glorreichste Meister in den Himmeln wohnen und dessen niederste Mitglieder noch als kämpfende Sünder auf dem finsteren Erdenplan leben. In ununterbrochener Kette soll unsere Brüderschaft sich vom Himmel bis zur Erde erstrecken, solange dieser Planet physisches Leben unterhält. Und ihr sollt dessen stets eingedenk sein, dass ihr Glieder dieser großen Kette seid,
Mitarbeiter von Engeln und Brüder derer, welche unterdrückt sind. Ich fordere euch nun auf, der Reihe nach diese unverwelklichen Lorbeerzweige, welche die Stirne der Sieger zieren sollen, in Empfang zu nehmen und sie als Ehrenzeichen zu bewahren. Im Namen des höchsten Lenkers des Universums und aller seiner Engel, im Namen unserer Brüderschaft, kröne ich nun jeden von euch mit dem Lorbeer und weihe ich euch alle der Sache des Lichtes, der Hoffnung und der Wahrheit. Viele von uns waren von diesen liebevollen Worten und dieser Ehrung fast überwältigt. Dann traten wir, die Neuangekommenen, auf ein Zeichen näher und knieten vor dem Großmeister nieder, um unsere Häupter schmücken zu lassen. Die Jünglinge überreichten ihre Zweige dem Meister und dieser krönte uns eigenhändig damit. Als der letzte von uns seine Krone empfangen hatte, erhob sich unter den versammelten Brüdern ein Sturm der Freude und des Beifalls. Man sang ein herrliches Loblied, dessen Melodie und Worte so lieblich waren, dass ich wünschte, ich könnte sie euch ganz wiedergeben. Als dies vorüber war, wurde jeder von einem dienenden Bruder zu seinem Platze geführt und das Festmahl begann. Man wird sich erstaunt fragen, wie wohl ein Festmahl in der geistigen Welt stattfinden kann. Aber selbst auf der Erde besteht euer ganzes Vergnügen bei einer solchen Veranstaltung nicht nur in der Nahrung, die ihr zu euch nehmt und in dem Wein, den ihr trinkt, denn jedes Fest bietet euch auch Genüsse geistiger Art. So könnt ihr glauben, dass auch ein Geist ein Bedürfnis nach Nahrung irgendwelcher Art empfindet. Wir bedürfen dieser. Und wir essen, obgleich unsere Speisen nicht von solch groben Stoffe sind wie die eurigen. Tierische Nahrung oder etwas Ähnliches gibt es bei uns nicht. Ausgenommen in den niedersten Sphären, wo die erdgebundenen Geister sich durch andere, die noch im Fleische sind, die Befriedigung ihrer tierischen Begierden verschaffen. Dagegen gibt es in dieser zweiten Sphäre die köstlichsten Früchte, die für das Auge fast durchsichtig sind und im Munde zergehen, wenn man sie genießt. Auch Wein gleich funkelndem Nektar ist zu haben. Er verursacht jedoch keine Vergiftung, noch erzeugt er ein Verlangen nach mehr. Es ist hier nichts von alledem vorhanden, was die größere Esslust befriedigen könnte, sondern nur schmackhaftes Konfekt und eine Art leichten Brotes. Aus dieser Speise und solchem Trunk bestand das Mahl. Und ich für meine Person genoss nichts anderes als die lieblichen Früchte, die ich hier zum ersten Male in der geistigen Welt sah. Man belehrte uns, dasselbe tatsächlich die Früchte unserer eigenen Arbeit seien, die infolge unserer Bemühungen im Dienste anderer auf der geistigen Seite des Lebens gewachsen seien. Nachdem das Festmahl beendet war, unterhielten wir uns noch einige Zeit und ein großer Dankeschor, in den wir alle einstimmten, beschloss die Feier. Dann zerstreuten wir uns und viele gingen, um ihre Freunde auf Erden zu besuchen und ihnen womöglich Kunde von dem glücklichen Ereignis zu geben, das uns begegnet war. Viele von uns wurden noch als verlorene Seelen bedauert, die in Sünden gestorben waren. Es war sehr schmerzlich für uns, wenn wir diesen Erdenfreunden nicht begreiflich machen konnten, dass wir jetzt in froher Hoffnung lebten. Andere Brüder gingen zusammen mit wiedergefundenen Geisterfreunden, um Zwiesprache mit ihnen zu pflegen, während ich selbst schnurstracks zur Erde eilte, um meinem Liebling die frohe Botschaft von meiner Erhöhung zu bringen. Sie hörte mein Lispeln, lächelte und gab zur Antwort, dass sie das sichere Gefühl gehabt habe, dass es so sein müsse. In diesem Augenblick war meine Freude vollkommen.
und hatte das Glück meines Ehrentages seinen Höhepunkt erreicht.